Hallihallöchen zusammen und willkommen zur ersten Folge von Yu-Gi-Oh! History. Hierbei handelt es sich um die Pilotfolge dieses Formats, in dem wir das Set Duel Devastator behandeln möchten. Und das Vorwort möchte ich auch gar nicht allzu lange halten. Ich persönlich würde sagen, wir starten auch schon mal direkt ins Video. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, es ist soweit, die Pilotfolge von Yu-Gi-Oh! History, einem seit über einem Jahr angekündigten Format, ist am Stissel. Und bevor wir jetzt mit dem Set anfangen, möchte ich natürlich, da es sich hierbei um die erste Folge und darüber hinaus um die Pilotfolge handelt, kurz etwas über das Format verlieren. Das wird vor allen Dingen die ganz neuen Abonnenten interessieren, die ja davon noch gar nichts mitgekriegt haben. Ich bin gerade dabei, ein Format in meinem Kanal einzuführen mit dem Namen Yu-Gi-Oh! History. Der Name ist so ein bisschen an ZDF History angelehnt. Das ist jetzt allerdings kein typisches Format, wo wir uns irgendwie die Geschichte im chronologischen Sinne von Yu-Gi-Oh! Angucken. Das könnte man jetzt vielleicht etwas fehlinterpretieren. Aber vielleicht wird da später für das Format noch ein passenderer Name gefunden. Aber wir wollen so ein bisschen durch die Geschichte gehen, indem wir uns die Sets angucken. Wir wollen sie uns nicht nur angucken, wir wollen sie zerlegen. Also wir gucken uns zunächst einmal die Verpackung, also das OVP-Produkt an. Anschließend gucken wir auch, was die Rückseite zu bieten hat, welche Informationen wir auf der Verpackung finden. Dann gibt es allgemeine Informationen, Release und so weiter, vielleicht auch gewisse Unterschiede zwischen unserem Print und dem Print in Amerika, wenn es da irgendwelche Unterschiede gibt. Gab es ja damals relativ häufig, zum Beispiel bei älteren Sets. Anschließend werden wir uns jede einzelne Karte des Sets angucken. Das heißt, das könnten je nach Set sehr lange Videos tatsächlich werden. Ich werde das nicht aufteilen in Mehrteiler tatsächlich. Habe ich nicht vor, ich möchte das schön immer an einem Video belassen. Also dann werden wir uns auf jeden Fall alle Karten angucken. Wir werden schauen, waren sie spielbar, sind sie spielbar, wo sind sie spielbar. Dann werden wir uns die Artworks anschauen, also wir werden auch richtig die Artworks analysieren. Wir werden gucken, passt die Rarität, in der sie geprintet wurden, zum Artwork. Wenn es alternative Artworks gibt, werden wir natürlich darauf auch im Speziellen nochmal eingehen. Vielleicht, das weiß ich noch nicht, das entscheide ich nach Tageslage, werde ich auch dann bei einem alternativen Artwork das Standard-Artwork nochmal daneben halten, damit man da den Unterschied auch erkennt, für vielleicht Leute, die ganz neu sind etc. Und ganz am Ende machen wir auch immer ein Opening des am Anfang gezeigten OVP-Produkts. Ob wir das jetzt bei Duel Devastator machen, das weiß ich nicht, weil das hier ja was ist, wo eigentlich fast alles garantiert ist, außer die Field Center. Alles andere ist ja immer gleich im Prinzip. Das ist quasi wie, als würden wir hier ein Structure Deck aufmachen, wenn man so möchte. Ein sehr großes Structure Deck tatsächlich. Ich denke, wir machen es trotzdem einfach, weil es die Pilotfolge ist. Ich meine, man soll ja auch sehen, was einen dann in den nächsten Folgen erwartet. Und mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen, außer ein riesen, riesen Dankeschön. Leute, ihr wisst, ich bin kein Spieler, ich habe vom Spiel in etwa so viel Ahnung wie Präsident Trump oder Ex-Präsident Trump von Raumfahrt, nämlich gar keine. Und das bedeutet, ich muss mir da natürlich externe Hilfe holen. Ich habe da einen Beitrag geschaltet, dass ich Leute suche, die mir da helfen, haben sich zwei Leute gemeldet. Ich kenne jetzt gerade ihre richtigen Namen nicht, aber ihre Pseudonyme sind Fresher One und Anaxtra. Vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr mir da so krass geholfen habt. Auch vor allen Dingen Fresher One hat mir eine riesen Liste erstellt, hat sich da 3 Stunden hingesetzt und sich da reingefuchst und hier so eine Art Excel-Tabelle erstellt online über Google. Und brutal, brutal, was der Junge da geleistet hat. Und ich wollte mich dann mit denen zusammensetzen und drüber quatschen. Das war eigentlich kaum noch nötig, weil der hat mir die Liste gezeigt und boom, da war alles klar. Ne? Also richtig, richtig krass. Das heißt, alles, was so zum spielerischen Content gesprochen wird, das wächst tatsächlich zum großen Teil auf deren Mist, auch wenn es jetzt so wirken wird, als wäre das alles aus meinem Kopf. Das ist nicht der Fall. Jetzt kümmern wir uns aber nach über 3 Minuten Einleitung um Duel Devastator. Ja, beginnen möchte ich mit der Rückseite des Ganzen. Ich meine, das Design haben wir jetzt schon am Anfang gesehen. Das ist schön hier mit so Blüten und sehr auf diesen ganzen Handtrap-Look aufgemacht. Und natürlich haben wir oben wieder einen markigen Spruch stehen. Verwandle dein Deck mit ein paar der beliebtesten Karten, die auch die besten Turnier-Champions verhindern, in eine verheerende Maschine. Ist ja klar, man muss das ja mit irgendetwas bewerben. Wir haben insgesamt 56 Ultra-Rare-Karten, also garantierte Ultra-Rare-Karten in diesem Set. Darunter fallen eben die 6 hier oben, die natürlich so ein bisschen das Aushängeschild sind. Sowie eben 30 Ultra-Rare-Karten für das Side-Deck und 20 Ultra-Rare-Karten für das Extra-Deck, also quasi Link, Synchro und Xyz-Monster. Darüber hinaus enthält dieses Set übrigens 3 OCG-Imports, wie zum Beispiel die Lady hier oben rechts, sowie 5 alternative Artworks, die wir hier sehen. Das sind die alternativen Artworks zu den uns allseits bekannten Handtraps.
Ja, soweit das, was man hier auf dieser Verpackung sehen kann. Man kann vielleicht noch erwähnen, dass es oder dass dieses Set am 10.10.2019 tatsächlich ihren Release hatte, ist also auch schon eine Weile her, und dass es in diesem Set tatsächlich als einzige Abwechslung sozusagen Field Center-Karten gibt. Insgesamt 12 Stück, von denen man pro Box 4 Stück ziehen kann. Die teilen sich auf in 6 Protagonisten-Field Center aus Duel Monsters. Das heißt, wir haben hier 6 Field Center-Karten, auf denen Yugi, Kaiba, Joey, Pegasus, Mai und Tia abgebildet sind, wenn ich mich nicht recht irre. Und die anderen 6 Field Center, auf denen sind dann die Ghost Girls abgebildet. Also diese 6 hier. Wobei man ja sagt, dass die hier nicht wirklich zu dieser Hand-Trap-Reihe dazugehört. Weder von ihren Werten noch von der Anzahl der Sterne her. Obwohl das Bild eigentlich doch sehr dafür spricht, dass sie auch ein Teil des Ganzen ist. Ja, jetzt wollen wir uns doch mal angucken, welche Karten sich in dieser Box befinden, und möchten natürlich darüber sprechen, wie die Karten aussehen und wie spielrelevant sie sind oder waren. Geister, Oger und Schneehase ist die erste Karte aus Duel Devastator. Hier auch in ihrem bereits auf der Rückseite der Packung angepriesenen alternativen Artwork. Nur kurz zum Verständnis, bevor wir loslegen. Ich werde versuchen, mich bei jeder Karte wirklich kurz und knapp zu halten, mit maximal 1 bis 2 Minuten, denn wir haben 56 Karten vor uns. Allein wenn jede Karte 2 Minuten geht, haben wir schon über 100 Minuten Videolaufzeit, und das nur für die Karten, ohne das Opening und ohne das Vorwort. Das heißt, ich werde hier tatsächlich immer nur kurz den Effekt vorlesen, kurz den Nutzen erklären, wo sie spielbar ist, ob sie im aktuellen Meta ist oder nicht. Wir kümmern uns kurz ums Artwork und Ende nächste Karte. Also wundert euch nicht, dass das Ganze hier ein bisschen kurz und knackig durchgeprügelt wird. Also nochmal Geister, Oger und Schneehase, die erste Karte aus Duel Devastator. Wenn der Effekt eines Monsters auf der Spielfeldseite aktiviert wird oder wenn der Effekt eines Zaubers, einer Falle aktiviert wird, der oder die bereits auch offen auf dem Spielfeld liegt, Schnelleffekt. Du kannst diese Karte von der Hand oder Spielfeldseite auf den Friedhof legen. Zerstöre die Karte auf dem Spielfeld. Du kannst diesen Effekt von Geister, Oger und Schneehase nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, das ist der Effekt, und ihr Nutzen ist im Prinzip eben die Zerstörung von Effektmonstern von der Hand aus. Kurz und knapp gesagt, das ist halt einfach eine generische Handtrap, eben die Handtrap-Reihe, die sind alle generisch, ist im aktuellen Meta durchaus spielbar, und da sie eben generisch ist, ist sie natürlich auch überall einsetzbar, vollkommen klar. Kümmern wir uns also ums Artwork. Artwork-technisch erinnert mich die Karte tatsächlich so ein bisschen an diese Trap-Tricks-Monster. Ich finde sie tatsächlich extrem gut designt. Das Original gefällt mir tatsächlich noch ein bisschen besser. Das Original kam ja aus Across Souls, wenn mich nicht alles täuscht. Das Secret Run hat ein immenses Silvering-Problem. Ich bin ja der Meinung, dass das Original der Karte in Nearmint, also ohne irgendwelche silbernen Stellen, ja beinahe unmöglich zu finden ist. Außer für mich natürlich. An und für sich würde ich sagen, bekommt die Karte tatsächlich eine knackige 5 auf der Richterskala zwischen 1 und 10. So hier meine Hausi-Bewertungssystem. Also eine 5. Ist jetzt kein Artwork, das mich übermäßig vom Hocker haut, ist aber auch kein schlechtes Artwork, gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Was hätte man besser machen können? Man hätte tatsächlich möglicherweise den Hintergrund ein bisschen anders gestalten können, etwas dunkler. Eine schöne rote Aura um die Monsterkarte rum, den Hintergrund ein bisschen mehr mit Schwarz versetzen, dass man halt auch wirklich eine klare Abgrenzung zwischen Monster und Hintergrund hat, denn speziell hier in dem Teil hat man so ein bisschen das Gefühl, dass das Monster beinahe schon in den Hintergrund übergeht, und sowas ist in den seltensten Fällen wirklich schön. Geisterschnitter und Winterkirschblüten soll unsere nächste Karte sein, und wir gucken uns zunächst einmal wie immer den Effekt an. Falls dein Gegner mehr Monster kontrolliert als du, Schnelleffekt. Du kannst diese Karte abwerfen, zeige eine Karte in deinem Extra-Deck vor, dann sieh dir das Extra-Deck deines Gegners an. Zusätzlich verbanne alle Karten in seinem Extra-Deck mit demselben Namen wie die vorgezeigte Karte. Du kannst diesen Effekt von Geisterschnitter und Winterkirschblüten nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, ein relativ interessanter Effekt, wie ich finde. Den verstehe ich sogar, wer hätte es gedacht. Und ich muss sagen, früher... Sagen wir es mal anders. Also im Prinzip ist das ja meine Lieblings-Handtrap. So, rein von der Optik her. Dazu kommen wir aber gleich. Damals in Shining Victories erschienen als Secret Rare und hatte ja dann teilweise einen Wert von 40 bis teilweise kurzzeitig 50 Euro pro Stück tatsächlich. Und ist dann halt natürlich später auch durch den Reprint im Megapack 2017, müsste es glaube ich gewesen sein, immens eingebrochen, was ihren Wert anging. Mittlerweile bekommt man glaube ich eine in First Edition für 2,50, 3 Euro vielleicht. Ist also nicht mehr besonders viel wert. Aber man muss sagen, die Karte war zu ihrer Zeit ziemlich meta-relevant. Mittlerweile ist sie das zwar nicht mehr, aber sie war es mal. Und sie war sie war sozusagen in allen Decks zu finden, die halt freie Extra-Deck-Slots hatten. War also auch relativ generisch tatsächlich, und ihr Nutzen bestand, in einfachen Worten gesagt, halt eben darin, Extra-Deck-Monster zu verbannen. Ja, jetzt gucken wir uns mal das Artwork an. Natürlich, wie bereits erwähnt, ist das meine Lieblings-Handtrap. Allein schon von der Farbgebung hier, dieses violett-rosa-weiße kombiniert mit diesem dunklen
schwarz-dunkelblauem Background. Also wirklich, wirklich toll gemacht von der Farbe her. Ich persönlich muss sagen, dass ich das alternative Artwork jetzt nicht so schön finde wie das Original. Da muss ich sagen, ist das Original doch wesentlich besser gelungen. Dennoch ist auch dieses Artwork her tatsächlich sehr schön. Die Größe des Monsters im Verhältnis zum Hintergrund ist ebenfalls optimal. Also ich würde sagen, die Karte kriegt wie ihre Vorgängerin auch so eine glatte 5 von 10 möglichen Punkten. Machen wir weiter mit einem modernen Klassiker, der wohl bekanntesten Vertreterin der Handtrap-Reihe, und zwar Aschenblüte und Freudiger Frühling. Ja, ihren ursprünglichen Print damals in Maximum Crisis gehabt, im Laufe der Zeit dutzendfach gereprintet in Super Rare und Ultra Rare, kam in egal in welcher Rarität, selbst das kam in einige Euro wert, und das muss was heißen. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal ihren Effekt an. Ihr Effekt sagt: Wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, die oder der einen dieser Effekte enthält, Schnelleffekt, du kannst diese Karte abwerfen, annulliere den Effekt. Eine Karte vom Deck der Hand hinzufügen, Spezialbeschwörungen vom Deck durchführen, eine Karte vom Deck auf den Friedhof legen. Du kannst diesen Effekt von Aschenblüte und Freudiger Frühling nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, das ist natürlich ganz schön knackig, muss man sagen. Die Karte ist natürlich, wie so ziemlich jede Handtrap dieser Reihe, generisch einsetzbar. Das heißt, spielbar eigentlich überall. Und der Nutzen besteht im Prinzip darin, dass sie Searches, Mills und Summons verhindert. Das ist natürlich ganz schön heftig. Und dementsprechend ist es natürlich auch klar, dass die Karte bis heute in vielen Decks gespielt wird, sehr gesucht ist und der Preis dementsprechend natürlich relativ hoch angesetzt wird. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal ums Artwork. Aschenblüte und Freudiger Frühling ist an und für sich eine wunderschöne Karte tatsächlich. Auch hier ist es so, dass das Original noch schöner ist als tatsächlich hier das alternative Artwork. Das Artwork ist tatsächlich auch gar nicht so beliebt. Es gibt hier einige Kritikpunkte, zum Beispiel die doch sehr freizügigen Beine dieser jungen Dame. Es handelt sich ja hier schließlich um eine sehr kindliche Abbildung. Da werden ja relativ schnell kritische Worte laut, sage ich mal, wenn es dann um sowas wie freie Haut geht, was ich auch verstehen kann. Und ja, ich persönlich muss sagen, mir gefällt das Artwork an und für sich sehr gut. Das liegt aber in dem Fall jetzt speziell mehr im Hintergrund als am Monster selber. Ich finde tatsächlich, dass das Original auch wesentlich schöner ist als jetzt diese hier, obwohl das Original über eine sehr hohe Stirn verfügt, wenn man so möchte. Das sieht ein bisschen eigenartig aus, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, sieht das Ganze doch extrem schön aus. Trotzdem ist das so als Gesamtbild einfach extrem hübsch geworden. Und dementsprechend kriegt die Karte hier auch 5 von 10 möglichen Punkten. Als nächstes haben wir das Geistermädchen und Spukhaus am Start. Also quasi ein weiteres alternatives Artwork zu einer Handtrap. Und der Effekt besagt, wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, die oder der einen dieser Effekte enthält, Schnelleffekt. Du kannst diese Karte abwerfen, annulliere die Aktivierung. Eine oder mehr Karten vom Friedhof der Hand, dem Deck oder und dem Extra-Deck hinzufügen. Eine oder mehr Monsterkarten als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschwören, eine oder mehr Karten vom Friedhof verbannen. Du kannst diesen Effekt von Geistermädchen und Spukhaus nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, auch diese Karte ist wieder eine Handtrap, die so einiges verhindern kann. Wieder sehr generisch, dementsprechend auch wie die Aschenblüte zum Beispiel überall einsetzbar, da eben generisch, und im Prinzip verhindert die Karte, wenn man es ganz vereinfacht ausdrücken möchte, einfach das Suchen von Karten und das Beschwören von Monstern. Jetzt kommen wir mal kurz zum Artwork. Ich persönlich finde tatsächlich, und das ist jetzt die erste Karte dieser Reihe, wo ich das sagen kann, dass das alternative Artwork das Originale tatsächlich doch schlägt. Das Original ist auch wirklich sehr, sehr schön, aber ich persönlich muss sagen, dass dieses Artwork nochmal eine ganz, ganz andere Klasse hat. Das ist ohnehin die Handtrap, mit der ich mich so ein bisschen identifizieren kann, da ich ja selber so ein bisschen aus dieser Grufti- und Metal-Szene komme, und da ist so eine Gothic-Lolita natürlich ziemlich ansprechend für mich, sage ich mal, als Artwork. Und ich muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen hier mit diesem melancholisch dreinblickenden Mädchen in diesem schwarzen Outfit, an diesem Fenster mit den weißen Folgen und dem Mond draußen. Es ist Nacht, also es ist wirklich sehr, sehr stimmig, dieses Bild. Als Secret Rare hätte ich das hier auch gerne gesehen, auch wenn ich den Secret Rare Effekt auf die Vorhänge und das Monster selber beschränken würde. Den Rest würde ich tatsächlich ohne den Secret Effekt lassen. Sehr, sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. Sieht mega cool aus und ihr bekommt auf jeden Fall eine 8 auf der Skala von 1 bis 10. Geisterschwester und gruselige Hartriegel, was auch immer ein Hartriegel sein soll, ist Karte Nummer 5 in Duel Devastator und feierte ihr Debüt als Secret Rare in Dark Neostorm. Auch hier haben wir wieder ein alternatives Artwork und ihr Effekt sagt, während eines beliebigen Spielzugs, außer während der Endphase, Schnelleffekt. Du kannst diese Karte abwerfen, wende in diesem Spielzug diesen Effekt an. Du kannst diesen Effekt von Geisterschwester und gruselige Hartriegel nur einmal pro Spielzug verwenden. Der Effekt: Jedes Mal, wenn dein Gegner während
während der Main-Phase oder der Battle-Phase ein oder mehr Effektmonster als Spezialbeschwörung beschwört, erhältst du Lebenspunkte in Höhe der ATK des Monsters. Falls du durch diesen Effekt keine Lebenspunkte erhalten hast, werden deine Lebenspunkte während der Endphase halbiert. Ja, das ist wohl die einzige Handtrap, die einzige Handtrap dieser Reihe, sage ich mal, die niemals meta-relevant war. Sie ist natürlich auch generisch und dementsprechend überall einsetzbar, vollkommen klar, hat aber nie einen wirklichen Impact auf das Meta gehabt und war eigentlich auch immer, ich glaube, außer kurz nach Release und beim Vorverkauf, einfach eine spottbillige Secret Rare, die ging so 2 Euro, 1,50 sogar als First. Also das war tatsächlich das Armutszeugnis oder auch das schwarze Schaf der Handtrap-Reihe, da die ganzen anderen Handtraps immer mal so ihre Zeit gehabt hat oder haben. Vielleicht wird sich das bei der Karte ja ändern. Vielleicht bekommt die ja auch mal irgendwann ihre Zeit, in der sie relevant fürs Meta werden könnte. Ich weiß es nicht. Da seid ihr die Profis. Ihr Nutzen besteht also quasi, kurz gesagt, darin, eben einen Timeout zu nutzen, um eben das Spiel zu gewinnen, wenn man so möchte. Ja, jetzt kommen wir zum Artwork. Das Artwork ist tatsächlich auch Bombe gelungen. Ich persönlich muss tatsächlich sagen, dass auch hier das alternative Artwork das Original schlägt. Ich finde natürlich auch das Original schön, aber ich muss sagen, das alternative Artwork wirkt irgendwie einfach als Gesamtbild viel stimmiger als eben das Original-Artwork. Tatsächlich ist die Karte ja auch zensiert. Im Originalen hat die Karte ja so eine Nonnenhaube auf. Da haben wir ja auch schon was in den Lost Arts bekommen, allerdings jetzt nicht von der alternativen Version, sondern von der Dark Neostorm Version der Karte. Und alles in allem muss ich sagen, farblich passt alles. Der Background ist einfach schwarz. Das bedeutet einfach, alles, was im Vordergrund steht, wird ordentlich in Szene gesetzt. Hier schön die Farben, auch hier der blaue Hartriegel, hier diese Blüten vorne und dann das in Anführungszeichen Monster, ist halt eine kleine Nonne, ne? Aber mega, mega cool gemacht. Das Artwork gefällt mir unglaublich gut. Bekommt auf der Skala von 1 bis 10 auch definitiv eine 7,5. Rote Blüten aus dem Unterholz. Eine Karte, die optisch etwas wirkt wie die große Schwester vom Geisterschnitter, ist tatsächlich unser erster OCG-Import in dieser Folge. Wir haben ja, wie bereits gesagt, 3 Stück am Start in diesem Set. Und diese Karte feierte ihr Debüt 2019 als Rejump-Promo in Japan und hatte dann in der Rarity Collection 3 Premium Gold Edition auch nochmal ein Reprint als Super Rare. Und ich glaube, als Gold und Prismatic Secret und Collectors konnte man sie dann auch noch bekommen. Hatte also da relativ viele Variationen in dem Set und der Effekt sagt, falls sich diese Karte in deiner Hand befindet, du kannst eine Zauber- oder Falle in deinem Friedhof wählen. Verbanne sie und falls du dies tust, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten und dann ein Fusion, Synchro, Xyz oder Linkmonster in einem beliebigen Friedhof wählen. Verbanne das gewählte Ziel und falls du dies tust, beschwöre ein Monster mit einem unterschiedlichen Monsterkartentyp, Fusion, Synchro, Xyz oder Link, als das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof. Du kannst diesen Effekt von Rote Blüten aus dem Unterholz nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, ich persönlich muss nochmal zwischen reinwerfen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt offiziell zu dieser Handtrap-Reihe gehört. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Artwork-technisch könnte es passen, aber irgendwie von den Werten und von den Stufen her, das ist ja bei allen eigentlich gleich, passt sie irgendwie nicht so ganz dazu. Jedenfalls ist die Karte relativ generisch einsetzbar, dementsprechend halt in jedem Deck eigentlich zu verbauen, wenn man denn möchte. Und ihr Nutzen besteht im Prinzip darin, dass sie halt Graveyard-Strategien verhindert, also quasi Strategien, die auf zum Beispiel Effektaktivierung im Friedhof oder ähnliches beruhen. Meta-relevant war diese Karte tatsächlich noch nie, aber wer weiß, vielleicht kommt ja ihre Zeit. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zur Optik der Karte. Optisch gibt es an der Karte nicht viel auszusetzen. Sie ist natürlich wieder sehr freizügig. Im OCG wird das weibliche Geschlecht oder weibliche Monster ja sehr gerne äußerst knapp bekleidet dargestellt. Man kann davon halten, was man möchte. Ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon. Ich meine, das hier finde ich jetzt nicht so schlimm. Ne? Mein Gott, sieht man halt Beinchen und Ärmchen und so. Aber an und für sich ist das Artwork natürlich relativ schön. Auch hier wieder mit diesen schönen violetten Farbtönen und Blüten. Und hast du nicht gesehen? Dementsprechend finde ich auch, dass die Karte so ein bisschen aussieht, als würde sie zur Geisterschnitter- und Winterkirschblütenkarte dazugehören, was sie natürlich nicht tut. Ich finde hier auch diese Schädel irgendwie cool, diese violetten. Also tatsächlich sehr, sehr cooles Artwork. Gefällt mir allerdings nicht ganz so sehr wie die anderen Karten vorher. Daher, nur eine 6,5 auf der House of Cards Richterskala. Lassen wir die Mädels mal hinter uns und kommen zu richtigen Monstern. Verbündeter der Gerechtigkeit, K.
Cutter's Tor. Ja, das ist natürlich ein absoluter Klassiker aus Hidden Arsenal 1, glaube ich, als Secret Rare erschienen. Da hatte die Karte damals ihr Debüt gefeiert. Anschließend nochmal als Super Rare gereprintet und hatte sogar im Turbo Pack 7, wenn mich nicht alles täuscht, nochmal einen Ultimate Rare Reprint. Auch da gibt es ein Opening auf diesem Kanal, könnt ihr ja mal gucken. Haben wir auch schön rausgezogen. Diese Karte war ehemals meta-relevant, also mittlerweile nicht mehr, aber sie war es halt früher mal und ihr Effekt besagt, am Beginn des Damage Steps, falls diese Karte gegen ein offenes, nicht finsternes Monster kämpft, zerstöre das Monster. Das ist ein recht simpler Effekt tatsächlich, die gute alte Zeit, da musste man sich noch nicht die halbe Bibel durchlesen. Das ist natürlich eine recht generische Karte, war sozusagen überall einsetzbar und ihr Nutzen bestand quasi darin, ein Out gegen sehr, sehr viele gegnerische Monster zu sein. Ja, wie bereits gesagt, meta-relevant ist die Karte aktuell nicht. Sie hatte mal ihre Zeit, vielleicht gibt es mal wieder eine Zeit, wo die Karte hart am Kommen ist. Da dürfte dann auch wieder der Ultimate Rare Print extrem in die Höhe steigen. Ich meine, der ist ja so schon nicht ganz billig, aber da dürfte es dann nochmal einen schönen Push nach oben geben. Artwork-technisch ist das Ganze jetzt eigentlich, ja, also, was soll man dazu sagen? Also, es ist natürlich schon ein cooles Artwork. Ich finde, der Hintergrund ist schön gewählt. Das ist ein dunkler Hintergrund, so universummäßig mit so Blau-Schwarztönen. Da hinten ist noch sowas angedeutet, dass man so als Sterne interpretieren könnte. Das Monster selber natürlich ziemlich futuristisch mit edlen Goldelementen, Silber, Schwarz und Rot. Also Farben, die sehr gut miteinander harmonieren tatsächlich. An und für sich muss ich aber sagen, dass das Gesamtartwork jetzt für einen Verbündeten der Gerechtigkeit sehr gut ist. Es gibt ja viele, da denkt man sich, what the fuck, was haben die denn da zusammen gezeichnet? Ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt definitiv bessere Karten. Vielleicht würde die Karte auch in einem alternativen Artwork ganz gut aussehen. Und dementsprechend bekommt diese Karte 5 von 10 möglichen Punkten. Weiter geht's mit einem absoluten Juwel der Yu-Gi-Oh! Geschichte, was das Optische angeht. Und zwar Bryonic Drache der Eisbarriere. Ja, nach Cutter's Tor haben wir wieder eine Karte, die ihr Debüt in einem Hidden Arsenal Set gefeiert hat. Ich glaube, das müsste das 1er oder 2er gewesen sein, in dem diese Karte auch als Secret Rare auf den Markt kam. Auch extrem schön, hatte ja dann später nochmal in einem etwas älteren Gold Set, ich glaube 3, 4 oder 5 muss es gewesen sein, ein Reprint, auch sehr schön gewesen tatsächlich. Der Effekt besagt, du kannst eine beliebige Anzahl Karten auf dem Friedhof abwerfen und dann dieselbe Anzahl Karten wählen, die dein Gegner kontrolliert. Gib die Karten auf die Hand zurück. Du kannst diesen Effekt von Bryonic Drache der Eisbarriere nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, das ist tatsächlich auch ehemals ein echt guter Effekt gewesen. Die Karte war tatsächlich auch früher im Meta spielbar. Es ist ohnehin so, dass speziell die ganzen Synchro-Monster-Karten des Eisbarriere-Archetypes relativ gut waren, während ja die normalen bzw. die Effektmonster jetzt nicht so geprickelt haben. Die Karte ist relativ generisch, war dementsprechend überall spielbar und halt ein generischer Out gegen Monster, besonders eben auch gegen Extra-Deck-Monster. Optisch gesehen ist diese Karte, wie eingangs schon erwähnt, ein absolutes Juwel. Also der Designer, dem muss man eigentlich die Füße küssen. Also das ist wirklich ein sowas von ein krasses Artwork. Die Karte hat tatsächlich, wie ich finde, einen ähnlichen Hintergrund wie Cutter's Tor. Wir sehen ja auch ein Universum, solche Sterne und schwarz mit so dunkelblauen Elementen. Man sieht das allerdings nicht besonders gut. Da die Karte ca. 90% des Bildes einnimmt, würde ich mal sagen, was auch sehr gut ist. So muss das sein. Der Drache an sich ist von Formgebung her schon extrem gut, aber auch allein die Farbgebung ist extrem heftig. Der hat so ein unglaublich schönes Eisblau und vor allen Dingen als Holo, also das ist zum Beispiel eine Karte, die ist für eine Holo prädestiniert, die würde jetzt als Common oder Rare gar nicht so gut aussehen, aber so als Super oder Ultra Rare tatsächlich eine so unglaublich schöne Karte. Also dieses Eisblau ist einfach sowas von krass, das passt auf keine Kuhhaut. Also die Karte bekommt definitiv eine 9,5 auf der House of Cards Richterskala. Machen wir weiter mit einem Klassiker aus Secrets of Eternity, dem metaphysischen Horus. Ja, der metaphysische Horus feiert in Secrets of Eternity als Ultra und als Ultimate Rare sein Debüt und hat dementsprechend weder ein Down noch ein Upgrade bekommen. Er ist einfach nochmal als Ultra Rare auf den Markt gekommen. Sein Effekt besagt, falls diese Karte als Synchromaterial beschworen wird, du kannst den oder die entsprechenden Effekte aktivieren, abhängig von dem oder den Synchromaterial verwendeten Nicht-Empfänger-Monstern. Ja, das bedeutet, die Karte hat jetzt drei unterschiedliche Effekte. Und je nachdem, welchen Monstertypen ihr jetzt als Synchromaterial zur Beschwörung dieser Karte einsetzt, könnt ihr einen bestimmten Effekt hier eben aktivieren. Ihr könnt natürlich auch mehrere aktivieren, wenn ihr mehrere Monster als Fusionsmaterial hergenommen habt. Ein normales Monster erzeugt zum Beispiel den Effekt, dass diese offene Karte in diesem Spielzug von Karteneffekten unberührt bleibt. Benutzt man ein Effektmonster, lautet der Effekt, du kannst eine andere offene Karte auf dem Spielfeld wählen, annulliere den Effekt des Gegners. Gewählt
Objekten zielst und verwende mal ein Pendelmonster, lautet der Effekt. Dein Gegner bestimmt ein Monster, das er kontrolliert und übergibt dir die Kontrolle darüber, aber er kann in diesem Spielzug nicht angreifen. Ja, das sind tatsächlich einige Effekte, die doch Meta-Potenzial bergen, sage ich mal. Die Karte war tatsächlich auch mal meta-relevant. Sie war ein extrem guter Stein, den man eben den True Kings zwischen die Beine werfen konnte tatsächlich. Denn die haben ja mal eine Weile meines Wissens nach das Game ganz schön turbulent gemacht. An und für sich war es halt ein generisches Removal. Die Karte war, wie der Name generisches Removal ja schon sagt, generisch. Sie war im Prinzip quasi überall einsetzbar. Besonders spielbar war sie allerdings, oder besonders gut spielbar war sie allerdings in so Decks wie Zephra oder auch Metal Foes. Momentan nicht meta-relevant, wie bereits gesagt, war es mal. Vielleicht bekommt die Karte ja mal wieder eine Chance ins Meta einzutauchen. Optisch gesehen, muss ich sagen, ist die Idee an sich recht einfallslos. Es ist halt ein metaphysischer. Es ist im Prinzip einfach ein Horus, den sie Metallic angepinselt und umgetauft haben, ohne das Level quasi. Artwork-technisch ist das Ganze natürlich wieder recht hübsch eigentlich. Hier die rote Aura bildet tatsächlich einen guten Kontrast zum Hintergrund, da der Hintergrund dem Monster farblich auch nicht unbedingt unähnlich ist. Wir haben hier halt einen Abendhimmel, Nachthimmel, wie auch immer. Artwork-technisch allerdings nichts, was mich jetzt richtig aus den Socken haut. Dementsprechend tatsächlich nur 4,5 von 10 möglichen Punkten. Ja, wir kommen zu Nummer 10. Der Karte Nummer 10 aus Duel Devastator. Meine Güte, wir haben noch 46 Karten vor uns. Da haben wir uns aber was eingebrockt. Und zwar einem schwarzen Rosendrachen. Der absolute Klassiker aus der 5Ds-Zeit, gehört er zu den 5 legendären Drachen. Ganz groß, ganz besonders. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Feierte sein Debüt in Crossroads of Chaos in Ultra, Ultimate und Ghost Rare. Als Ghost Rare mit einer der wertvollsten Karten auf dem Markt. Also ich sag mal, die man halt normal aus einem Booster Pack ziehen kann. Ich glaube auch die zweitteuerste Ghost nach dem Sternstaubdrachen als erste Auflage. Und der Effekt der Karte besagt, wenn diese Karte als Synchro-Beschwörung beschworen wird, du kannst alle Karten auf dem Spielfeld zerstören. Einmal pro Spiel Du kannst ein Pflanzenmonster von deinem Friedhof verbannen und dann ein Monster in Verteidigungsposition wählen, das dein Gegner kontrolliert. Ändere das gewählte Ziel in die offene Angriffsposition und falls du dies tust, werden seine ATK bis zum Ende des Spielzugs zu Null. Ja, das ist ein ganz schön heftiger Effekt, der tatsächlich eine gewisse Meta-Relevanz hat, der ein Meta-Potenzial birgt, sag ich mal. Und auch diese Karte war mal Meta-relevant, ist es aktuell zwar nicht, aber sie hatte ihre Zeit und war, wie der Effekt ja schon vermuten lässt, extrem gut geeignet für Boardwipes, also quasi für das Zerstören des kompletten Feldes, wenn man so möchte. Ich denke auch, dass das der Effekt war, der hauptsächlich Verwendung fand, denn die Karte hat dann noch den schicken Nebeneffekt, ein gegnerisches in der Verteidigungsposition liegendes Monster in die Angriffsposition zu zwingen und die ATK auf 0 zu schrauben. Ist bestimmt auch ganz schön ärgerlich für den Gegner manchmal, wenn er da nichts Entsprechendes gegen hat. Aber ich denke doch, dass der erste Effekt häufiger zum Einsatz kam. Besonders spielbar war die Karte tatsächlich in Zombie- und Lightsworn-Decks und jetzt wollen wir uns das Ganze mal artwork-technisch anschauen. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht groß diskutieren. Ist ein absolutes Meisterwerk, ein schwarzer Drache mit einem roten Rosenkleid. Und selbst die Rosenblätter haben vorne nochmal so einen schwarzen Rand. Es sieht unglaublich schön aus. Das Bossmonster von Akiza tatsächlich, auch das Cover von Crossroads of Chaos mit diesem Gold und dem Drachen vorne dran und den fliegenden Blütenblättern, das sah einfach unglaublich schön aus. Und genauso verhält es sich auch hier mit dem Artwork. Also unglaublich cool. Auch der Kontrast zwischen Blau und Rot ist tatsächlich sehr schön. In Ultra Rare gefällt mir die Karte tatsächlich gar nicht mal so gut wie in Alti und Ghost Rare. Klar, da sieht sie noch schöner aus. An und für sich ist das aber ein unglaublich schönes Artwork und die bekommt definitiv eine 10 von 10. Machen wir weiter mit dem Glasflügel-Schnelldrachen, dem ersten und einzigen Pendelmonster in diesem Set, einem Synchro-Pendelmonster tatsächlich, das auch unser zweiter OCG-Import ist, denn diese Karte feiert in Duel Devastator seinen TCG-Einstand. Ursprünglich kam die Karte im OCG als Promokarte raus, und zwar im Yu-Gi-Oh! Arc 5 Volume 2, ich glaube auch als Ultra-Rare tatsächlich, und ihr Effekt besagt, Schnelleffekt. Du kannst ein offenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert und das als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschworen wurde. Bis zum Ende des Spielzugs ändere seine ATK zu 0. Zusätzlich annulliere die Effekte des offenen Monsters. Du kannst diesen Effekt von Glasflügel Schnelldrache nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls diese Karte in der Monsterkartenzone durch einen Kampf oder einen Karteneffekt zerstört wird, du kannst diese Karte in die Pendelkartenzone legen. Oder in die Pendelzone legen. Ja, der Effekt ist jetzt offensichtlich nicht wirklich prickelnd. Wirklich meta-relevant war die Karte tatsächlich auch nicht. Sie ist spielbar in Speedroids, ansonsten eher nicht wirklich gut einsetzbar. Im Prinzip ist der Nutzen der Karte halt, Monster zu outen.
Mehr ist da aber nicht los in der Hose, sage ich mal. Artwork-technisch kann die Karte auch nicht wirklich überzeugen, finde ich. Ich finde zwar, dass das Artwork tatsächlich relativ gut zu diesem Synchro-Pendel-Monster-Layout passt, aber an und für sich finde ich das Artwork nicht so prickelnd. Ich hätte zum Beispiel die grünen Elemente, hätte ich entweder gelb oder rot gefärbt. Den Hintergrund hätte ich schwarz gemacht oder schwarz mit dunklem Violett drin. Ich hätte dem Ganzen noch eine rote, kräftige Aura verpasst und dann hätte das Ganze ganz gut ausgesehen. An und für sich finde ich aber auch die Position des Monsters, in dem es gezeichnet wurde, nicht besonders prickeln. Da hätte man sich wirklich Besseres einfallen lassen können. Die Karte bekommt tatsächlich nur eine 2,5 von 10 möglichen Punkten. Machen wir weiter mit dieser kleinen Schönheit hier, dem Sternenstaub-Funkendrachen. Einer Karte, die in High Speed Riders als Super Rare ihr Debüt gefeiert hat. Könnte aber auch sein, dass sie als Jump rauskam. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es müsste eigentlich High Speed Riders gewesen sein. Man korrigiere mich, wenn ich mich irre. Ich werde das dann anpinnen und ihr Effekt besagt. Einmal pro Spielzug Schnelleffekt. Du kannst eine offene Karte wählen, die du kontrollierst. Einmal während dieses Spielzugs kann sie weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden. Ja, diese Karte war tatsächlich zu ihrer Zeit Meta-Relevanz. Sie war relativ stark im Effekt. Mittlerweile ist sie das natürlich nicht mehr. Wer weiß, vielleicht kommt ihre Zeit wieder. Sie war relativ gut spielbar in Blue Eyes und ihr Nutzen bestand kurz gesagt darin, eigene Karten vor der Zerstörung zu bewahren, zumindest für einen Zug. Und sie war tatsächlich ein gutes Target für den Blue Eyes Ghost Dragon oder Blue Eyes Bläugiger Geisterdrache. Artwork-technisch ist die Karte für mich nichts weiter als ein alternatives Artwork des normalen Sternenstaubdrachens tatsächlich. Ich weiß, bin mir bloß nicht sicher. Ich glaube, diese Flügelelemente hier vorne sind ein bisschen anders designt als beim normalen Sternenstaubdrachen. Kann mich aber auch täuschen, so genau habe ich das gerade nicht im Kopf. Aber ich denke mal, gedacht zu haben, dass das ansonsten artwork-technisch keinen großen Unterschied macht. Was ich sehr cool finde, ist hier tatsächlich der Background. Wir haben hier eine Melange aus gelben, orange, giftgrünen Tönen, beinahe schon blattgrünen Grüntönen und ein bisschen blauen. Also das ist so ein ganz verschwommenes Mischmasch. Background-Artwork, das extrem gut zu der Karte passt. Und die Karte selber hat ja auch so eine etwas gelbliche Aura. Also das passt extrem gut dazu. Dieses Artwork ist absolut auf höchster Ebene, künstlerisch tatsächlich extrem wertvoll, würde ich mal sagen, und bekommt definitiv eine 7,5 bis 8 von 10 möglichen Punkten. Dimension of Chaos Reprint. Ja, der Ronablicht Rotdrachen Erzunterwäldler. Die Coverkarte aus dem Mainset oder vom Mainset Dimension of Chaos, dementsprechend auch das Set, in dem er sein Debüt gefeiert hat, als Secret, Ultimate und Ghost Rare. Dementsprechend haben wir hier einen Downgrade auf Ultra Rare, aber auch das sieht ganz gut aus. Dimension of Chaos war ein sehr geschichtsträchtiges Set, genauso wie die Karte, denn das war das letzte Set, in dem halt Ultimate und Ghost Rares regulär in Mainsets geprintet wurden und dementsprechend war das hier auch die letzte Karte, die als Ultimate und Ghost Rare regulär auf den Markt kam. Der Effekt der Karte besagt, der Name dieser Karte wird zur Rotdrachen Erzunterwäldler, solange sie auf dem Spielfeld oder dem Friedhof liegt. Einmal pro Spielzug, du kannst so viele als Spezialbeschwörung beschworene Effektmonster auf dem Spielfeld, deren ATK kleiner oder gleich den ATK dieser Karte sind, außer dieser Karte, zerstören wie möglich. Füge deinem Gegner für jedes zerstörte Monster 500 Schaden zu. Ja, der Effekt ist gar nicht schlecht und diese Karte war tatsächlich in der Vergangenheit auch meta-relevant. Aktuell ist sie das nicht, da sie eben momentan einfach möglicherweise bessere Alternativen gibt. Vielleicht bekommt die Karte ja mal wieder ihre Zeit, in der sie dann wieder im Meta vertreten ist. Sie ist generell ein generisches Out gegen komplette Boards, was schon recht heftig ist und vor allen Dingen in den Zombies und Lightsworn extrem gut spielstark gewesen oder extrem gut spielbar gewesen. Artblock-technisch ist das Ding eine absolute Glanzleistung, muss ich sagen. Wir haben hier ein extrem böses Monster. Da kommt Dampf aus dem Mund, das eine Horn ist abgebrochen, also richtig rude und rabiat und so. Schön auch mit der Lavalandschaft im Hintergrund, das unterfüttert das Ganze atmosphärisch extrem gut und der Kontrast entsteht bei diesem Artwork tatsächlich nicht ausschließlich durch das Artwork, sondern tatsächlich auch durch das Layout, das ist eine Synchro-Monster-Karte. Wir haben nämlich relativ dunkle und kräftige Töne im Artwork und dann eben dieses helle, weiße, weißgräuliche Layout der Karte. Das macht das Ganze im Gesamtbild einfach zu einem unglaublich krassen Artwork und dementsprechend bekommt die Karte von mir 7 von 10 Punkten. Kommen wir zu einem weiteren alten Hidden Arsenal Klassiker, Trishula, Drache der Eisbarriere, der sein Debüt als Secret Rare in Hidden Arsenal 4, Trishulas Triumph, gefeiert hat, eben als Chase-Karte und Covermonster des Sets. Allerdings verhält es sich so, dass die Karte anschließend inflationär krass gereprintet wurde, natürlich in High Speed Riders als Secret Rare, ich glaube dann nochmal als Secret Rare in irgendeinem Battles of Legends, da bin ich mir gerade nicht sicher. Dann kamen zwei sehr teure High Rare Prints in Ultimate Rare, Astral Pack 8 war es, glaube ich, und natürlich Dual Terminal und schlussendlich dann jetzt nochmal hier
als Ultra Rare in Dual Devastator, hat natürlich dementsprechend einen Downgrade erlebt und ihr Effekt besagt, wenn diese Karte als Synchrobeschwörung beschworen wird, du kannst jeweils bis zu einer Karte von der Hand, der Spielfeldseite und dem Friedhof deines Gegners verbannen. Die Karte der Hand wird zufällig bestimmt. Ja, das ist natürlich ein relativ heftiger Effekt. Man kann quasi von fast überall verbannen. Also dem sind keine Grenzen gesetzt sozusagen. Die Karte ist auch nach wie vor meta-relevant, besonders stark spielbar in den Dinos. Und wie bereits gesagt, ihr Hauptnutzen besteht halt einfach darin, von fast überall Karten zu verbannen. Und natürlich kann die Karte auch relativ gut für den Warenkönig aller Katastrophen genutzt werden. Jetzt kümmern wir uns um das Artwork der Karte. Das Artwork ist eigentlich relativ cool, muss ich sagen. Es gibt schönere Drachen, definitiv. Ich sage mal Stardust, ich sage Blue Eyes im alten SDK-Artwork, ich sage Rosendrache, das sind alles Karten, die schöner sind. Auch Bryonek ist schöner als die hier, aber nichtsdestotrotz ist das hier eine wunderschöne Karte. Hier ist es tatsächlich auch so, dass der Hintergrund dem Monster selber farblich recht ähnlich ist. Dennoch muss ich sagen, gibt es hier eine klare Abgrenzung zwischen Monster und Hintergrund. Vielleicht wäre die Karte als Xyz rein optisch gesehen, ich weiß, es macht keinen Sinn, aber rein optisch gesehen natürlich schöner gewesen, aber nichtsdestotrotz eine tatsächlich sehr, sehr coole Karte, natürlich mit Kultstatus, also das ist so eine Art moderner Klassiker, wobei man sagen muss, Hidden Arsenal 4 ist ja schon ewig her, also man könnte eigentlich schon fast sagen, dass die Karte Retro ist. Trotzdem eine wirklich coole Karte, tatsächlich, die bekommt von mir definitiv eine 6,5 bis 7 auf der House of Cards Skala. Kommen wir zur Karte Nummer 15 aus Dual Devastator. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen, der zinnoberfarbene Drachenmech. Ja, die Karte feierte in Invasion Vengeance als Secret Rare ihr Debüt und optisch musste ich immer sagen, dass ich das Gefühl hatte, die Karte wäre irgendwie aus einem Only Holo Set gewesen. Ihr Effekt besagt, einmal pro Spielzug, du kannst einen Empfänger von deiner Hand, deinem Friedhof oder offen von der Spielfeldseite verbannen und dann eine Karte auf dem Spielfeld wählen. Zerstöre sie. Falls diese als Synchrobeschwörung beschworene Karte durch einen Karteneffekt zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine deiner verbannten Empfänger wählen. Füge sie deiner Hand hinzu. Kein schlechter Effekt, also nicht von schlechten Eltern, wird auch nach wie vor im Metagame verwendet, tatsächlich hauptsächlich in Virtual World, also diesem recht neuen Thema, das glaube ich mit Phantom Rage ins TCG eingeführt wurde, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Im Prinzip ist das eine Backrow-Removal-Karte und ein gutes Material für den wahren König aller Katastrophen. Optisch gesehen ist die Karte tatsächlich relativ gut gelungen, wie ich finde. Ich finde, der Zeichenstil ist recht interessant. Diese etwas weich ineinander übergehenden Farben und Schattierungen erinnern sehr an den Retro-Zeichenstil tatsächlich. Keine harten Kanten in den Schattierungen. Also das ist wirklich richtig, richtig cool. Erinnert mich an diese eine Karte aus RDS. Ich habe bloß leider ihren Namen gerade nicht mehr im Kopf. Gab es dort, glaube ich, als Ultimate Rare und als Rare, wenn mich nicht alles täuscht. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall eine sehr coole Karte rein optisch. Auch, dass es eine Synchro-Monster-Karte ist, ist tatsächlich recht gut gewählt für die Optik. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also es ist jetzt keine Karte, die einen unglaublich vom Hocker haut. Es ist aber auch keine hässliche Karte. Es ist eine coole Karte, nice to have. Kann man mal in den Ordner packen sozusagen oder in meinem Fall halt in den Magnethalter. Ich würde sagen, ist eine gute 5,5 bis 6 auf der Richterskala. Kommen wir zur ersten Xyz-Karte des Sets, dem Abyss-Bewohner oder auf Englisch, glaube ich, Abyss-Dweller. Die Karte hatte, glaube ich, in The Secret Forces ihr Debüt, wenn mich nicht alles täuscht. Also super rare, bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht war das aber auch schon der Reprint. Jedenfalls bekam sie dann, glaube ich, auch noch einen Ultimate Reprint in einem der letzten OTS Tournament Packs, was natürlich sehr dafür spricht, dass die Karte immer noch meta-relevant ist und jetzt eben auch vor noch etwas längerer Zeit in Dual Devastator als Ultra Rare, dementsprechend definitiv ein Upgrade, würde ich sagen. Ihr Effekt besagt, solange an diese Karte ein Material angehängt ist, das ursprünglich Wasser war, erhalten alle Wassermonster, die du kontrollierst, 500 ATK. Einmal pro Spielzug Schnelleffekt. Du kannst ein Material von dieser Karte abhängen. Dein Gegner kann in diesem Spielzug keine Karteneffekte in seinem Friedhof aktivieren. Ja, das ist natürlich ein relativ generischer Effekt. Dementsprechend ist diese Karte tatsächlich überall spielbar und ihr Nutzen besteht im Prinzip darin, Graveyard-Strategien eben zu verhindern. Also wie bereits gesagt, Strategien, die halt auf Effekte, die innerhalb des Friedhofs aktiviert werden, zu verhindern. Wie zum Beispiel Dark World würde ich jetzt einfach mal pauschal trotz meiner allumfassenden Unwissenheit behaupten. Ja, Artwork-technisch ist das Ganze tatsächlich recht cool. Da hat sich allerdings meine Meinung im Laufe der Jahre doch gewandelt. Am Anfang fand ich die Karte jetzt nicht so prickelnd. Das war für mich einfach irgendwie irgendwas. Mittlerweile muss ich sagen, das Artwork ist wirklich, wirklich gut gestaltet. Es ist finster. Es ist für ein Aqua, also für eine Seeschlange und für ein Wassermonster tatsächlich ziemlich böse. Auch wenn ich nicht verstehe, warum das eine Seeschlange ist. Das sieht für mich eher aus wie so eine Art
Wolf, was da hinten dran drin ist, keine Ahnung. Aber jedenfalls eine sehr coole Karte hier. Dunkle Blautöne, Schwarztöne. Trotzdem hier kaum Kontrast stattfindet, ein sehr, sehr stimmiges Artwork. Und auch, dass es eine Xyz-Karte ist, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist nicht schlecht tatsächlich. Also das untermauert das Ganze nochmal so ein bisschen atmosphärisch. Super, super Artwork. Ganz, ganz klasse hier mit dem Wasser, das dann zu dem Monster noch so hinläuft. Also sieht wirklich super aus, muss man ganz klar sagen. Ein schönes Artwork in Ultimate wäre bestimmt auch ein absoluter Hingucker, auch wenn ich der Meinung bin, dass die Karte wahrscheinlich als normale holographische Karte, also Super oder Ultra Rare, am besten aussieht. Ich glaube, Secret wäre auch ein bisschen too much für die Karte. Als nächstes kommen wir zu einer Karte, die im Jahre 2014, um genau zu sein, am 24.01. in Legacy of the Valiant als Ultra und Ultimate Rare ihr Debüt gefeiert hat. Und zwar die Nummer 101, Lautlose Ehre Arc. Ihr Effekt sagt folgendes: Du kannst zwei Material von dieser Karte abhängen und dann einer Spezialbeschwörung beschworenes Monster in offener Angriffsposition wählen, das dein Gegner kontrolliert. Hänge jetzt das Material an diese Karte an. Du kannst diesen Effekt von Nummer 101 Lautlose Ehre Arc nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls diese offene Karte auf dem Spielfeld durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört würde, kannst du stattdessen ein Material von dieser Karte abhängen. Ja, ein generisches Removal, dementsprechend tatsächlich überall einsetzbar. Momentan tatsächlich nicht in der Meta vertreten, war sie aber natürlich zu ihrer Zeit. Man darf natürlich auch nicht vergessen, diese Karte ist jetzt schon 7 Jahre alt, ja. Noch weitere 3 Jahre, dann gehört sie so für mein und Dafürhalten schon zum Oldschool-Bereich dazu. Also bei mir ist es so, alles, was so die 10-Jahres-Marke knackt, ist für mich technisch gesehen, sage ich jetzt mal theoretisch, Oldschool. Natürlich wird das niemand als solches empfinden, zumindest niemand, der nicht mit der Serie groß geworden ist. Aber so rein objektiv betrachtet ist es für mich persönlich dann eben Oldschool. So, jetzt kümmern wir uns um das Artwork. Das Artwork an sich, also ich bin immer noch am überlegen, seit diese Karte eigentlich existiert, was das Ding eigentlich darstellen soll, um ehrlich zu sein. Also es ist halt für mich irgendein Maschinenmonster, obwohl es eigentlich ein Aqua ist. Also es ist Aqua, keine Maschine, aber es ist halt irgendwas Technisches, das sieht man definitiv. Ich kann aber ehrlich gesagt kein wirkliches kann nicht sehen, was das sein soll. Es ist für mich ein absolutes, ist das irgendwie ein U-Boot oder ist für mich einfach ein Haufen Metall, der irgendwie zusammengezeichnet wurde. Also mehr kann ich persönlich dazu gar nicht sagen. Es sieht zwar cool aus, das will ich gar nicht bestreiten. Das Artwork an sich ist sehr, sehr schön gemacht, ja, das schon, aber irgendwie einen Sinn ergibt das nicht. Vielleicht ist mein Gehirn da auch irgendwie, weiß nicht, vielleicht leidet es da irgendeiner Fehlfunktion oder so, dass es das Gesehene nicht richtig verarbeiten kann, aber ich persönlich sehe da nicht viel. Dementsprechend bekommt diese Karte eine 3,5 von 10 möglichen Punkten. Castell der Himmelssprenger Musketier. Ja, eine recht bekannte Karte, eine sehr legendäre Karte, wenn man so möchte, die damals als Super Rare in Abyss Rising ihr Debüt gefeiert hat. Seither hatte sie natürlich wieder viele Reprints, Duelist Saga, Astral Pack Reprint als Ultimate Rare, ich glaube im Astral Pack 4, so wie jetzt eben zum Beispiel hier auch in Duel Devastator und Ultra Rare, dementsprechend im Verhältnis zu ihrem Print im Originalset ein Rarity Upgrade bekommen und ihr Effekt sagt, du kannst ein Material von dieser Karte abhängen und ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen. Ändere es in die verdeckte Verteidigungsposition. Du kannst zwei Material von dieser Karte abhängen und eine andere offene Karte auf dem Spielfeld wählen. Mische sie ins Deck. Du kannst nur einen Effekt von Castell der Himmelssprenger Musketier pro Spielzug verwenden und in diesem Spielzug auch nur einmal. Ja, genau wie die Nummer 101 Lautlose Ehre Arc ist das hier ein generisches Removal, das eigentlich überall spielbar ist. Und auch wie die 101 ist sie aktuell nicht im Meta. Allerdings hatte sie ihre Zeit, in der sie sehr stark im Meta vertreten war. Sie war relativ teuer tatsächlich, hoch im Kurs. Aber diese Zeiten sind vorbei. Es gibt heutzutage einfach bessere Alternativen. Ja, was das Artwork angeht, muss ich sagen, ist das eine Karte, die doch sehr im Kopf bleibt. Also sehr ungewöhnlich auch von ihrer Zeichenposition, so links schräg von unten nach oben. Also ziemlich cool gemacht tatsächlich. Auch das Monster an sich, was die Optik angeht, hat einige ziemlich starke Wiedererkennungsmerkmale. Zum Beispiel die Kopfpartie. Wir haben ja einen ziemlich roten Vogelkopf mit einem interessanten Hut auf und hier so eine Muskete, die das Ding noch in der Hand hat. Also alles in allem eine Karte, die man sofort wiedererkennt. Auch die Tatsache, dass es sich hierbei um ein Xyz-Monster handelt, macht das Ganze wahrscheinlich nicht nur aus spielerischer Sicht logisch, sondern auch aus der künstlerischen Sicht, denn das schwarze Layout einer Xyz-Karte untermalt dieses Artwork einfach extrem gut und bildet einen angenehmen Kontrast zur Karte. Also für mich persönlich ist das ganz klar eine 7 von 10.
Machen wir weiter mit dem guten alten Tornado-Drachen, der in Maximum Crisis sein Debüt gefeiert hat als Secret Rare. Anschließend natürlich auch gereprintet wurde im Megapack. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste der auch irgendwo in Battles of Legends nochmal drin gewesen sein. Jetzt haben wir ihn auch noch hier in Duel Devastator als Ultra Rare, hat dementsprechend einen Downgrade bekommen, was die Rarität angeht. Und natürlich für die Moderne der Karte tatsächlich einen relativ kurzen Effekttext, der da lautet: Einmal pro Spielzug Schnelleffekt. Du kannst ein Material von dieser Karte abhängen und dann eine Zauber-Falle auf dem Spielfeld wählen. Zerstöre ihn oder sie. Ja, das ist natürlich eine relativ gute Backrow-Removal, die sehr generisch einsetzbar und dementsprechend überall spielbar ist und die man immer wieder auch im heutigen Meta noch antrifft. Relativ günstig die Karte allerdings trotzdem. Ich glaube, die lag irgendwo bei 2,250 aus ihrem Originalset oder so, wenn sich da jetzt binnen der letzten Tage und Wochen nicht viel geändert hat. Ich habe nämlich erst letztens ein paar davon rangekauft, witzigerweise. Artwork-technisch muss man sagen, ist die Karte unglaublich gut. Also ich finde diese Idee, einen Drachen aus einem Wirbelsturm zu designen, sowieso ziemlich, also ich frage mich, an welcher Pfeife die diese Idee für diese Karte gehabt haben, da gezogen haben müssen. Aber wirklich, wirklich coole Idee, auch schön umgesetzt, hier schön mit so einem wegfliegenden Tisch und einer Kuh und da haben wir noch ein Buch und da oben fliegt ein Apfel und es ist herrlich, herrlich detailreich, in einem lustigen Sinne tatsächlich auch. Das Monster selber natürlich ziemlich böse, klar. Der Hintergrund, der verschmilzt so ein bisschen mit dem Monster, da das Monster ja quasi aus dem Hintergrund, also aus der Luft quasi besteht. Dennoch ist das hier in dem Fall kein negativer Aspekt. Das Artwork sieht hervorragend aus und bildet einen hervorragenden Kontrast zu dem Xyz Layout tatsächlich. Alles in allem definitiv eine 6,5 bis 7 auf meiner Richterskala. Ja, kommen wir zur Karte Nummer 20 aus der Duel Devastator und sind wir doch zum ersten, aber nicht letzten Link-Monster des Sets, dem Untertaktungsübernehmer. Ja, diese Karte feierte ihr Debüt in Extreme Force als Common, war allerdings eine sehr gute Common, die man gern gezogen hat. Und das hatte zur Folge, dass im Laufe der Zeit ein Reprint in Super Rare im OTS Tournament Pack 8 erfolgt hat. Und jetzt in Duel Devastator hat sie ihren bisher finalen Upgrade auf Ultra Rare bekommen. Tatsächlich, vielleicht sehen wir sie ja irgendwann nochmal als Secret Rare. Falls es die nicht schon gibt und ich das einfach nur komplett verpasst habe. Ihr Effekt sagt, einmal pro Spielzug, du kannst ein offenes Monster, auf das er diese Karte zeigt, und ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert, wählen. Bis zum Ende dieses Spielzuges verliert das gewählte Ziel des Gegners ATK in Höhe der ATK des gewählten Ziels, auf das dieses Monster zeigt. Ja, die Karte war damals relativ generisch einsetzbar. Sie war tatsächlich auch meta-relevant. Man hat sie relativ häufig gesehen. Viele Spieler haben sie eingesetzt, denn sie war tatsächlich eine gute Unterstützerkarte bei OTK-Strategien und konnte gut removen. Da sie eben generisch einsetzbar war, war sie so ziemlich überall spielbar und unterlag dementsprechend keinen Einschränkungen, was ihre Einsetzbarkeit anging. Allerdings ist ihre Zeit aktuell vorbei. Vielleicht kommt sie ja mal wieder. Artwork-technisch ist es natürlich so, dass ich hier mal wieder keinen Plan habe, was das Ganze eigentlich darstellen soll. Es ist natürlich ein Cybers-Monster. Cybers-Monster sind häufig recht sinnstiftend, sage ich mal. An und für sich finde ich aber, dass die Karte ganz lustig aussieht, aufgrund ihrer roten Aura, diesem giftgrünen Teller oben drauf. Also ich habe schon schlimmere Cybers-Monster gesehen, sagen wir es mal so. Sieht natürlich sehr futuristisch aus. Sowas hätte es jetzt zur Duel-Monsters-Zeit nicht gegeben. Aber ich muss sagen, hässlich finde ich die Karte jetzt nicht. Das ist definitiv eine gute 4 von 10 Punkten. Als nächstes haben wir ein weiteres Cybers-Monster, und zwar den Lamporinchus, falls ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist immer so ein Zungenbrecher mit manchen Karten. Eine Karte, die tatsächlich im Structure-Deck Power Code Link als Common ihr Debüt gefeiert hat. Also die ist da quasi das erste Mal erschienen und danach eben ausschließlich nur noch hier in Duel Devastator als Ultra-Rare. Ja, die Karte hat gar keinen Effekt, den wir hier vorlesen könnten, war allerdings trotzdem damals meta-relevant, denn es war ein relativ frühes, generisches Link-Monster, das man speziell so in der Anfangszeit einfach für viele Kombinationen und Strategien verwenden konnte. Daher hat man die ganz gerne hergenommen. Sie selbst hat allerdings keinen Effekt. Dementsprechend kann man darauf auch nicht eingehen. Man kann höchstens noch sagen, dass die Karte halt, wie bereits gesagt, generisch war und dementsprechend überall einsetzbar war. Optisch muss ich sagen, gefällt mir das Teil schon ein bisschen besser als der Untertaktungsübernehmer. Es ist ein schlichter Hintergrund, natürlich sehr futuristisch wieder, da eben Cybers. Es ist ja sehr virtuell, dieses Thema, sage ich mal. Sieht aus wie so ein kleiner Drache, oder so ein Wurm mit Flügeln, irgendwie so. Irgendwie so eine Mischung aus einem biologischen Lebewesen, das so ein Panzer außenrum hat, ganz, ganz eigenartig. Sieht aber eigentlich relativ cool aus, sehr minimalistisches Artwork, bleibt definitiv im Kopf und erhält deshalb von mir tatsächlich eine 6,5 von 10 Punkten.
Auch die nächste Karte ist ein generisches Link-Monster der frühen Zeit, das generisch überall spielbar war und auch aufgrund der Zeit, in der die Karte rauskam, meta-relevant war. Die Rede ist hier von Gaia Säbel, der Blitzschatten. Ja, die kam ja in Code of the Duelist als Secret Rare raus tatsächlich und war somit einer der ersten Link-Monster überhaupt und somit quasi, ich sag mal, gezwungenermaßen meta-relevant, denn es gab damals einfach nur einen begrenzten Pool an Link-Monster-Karten, auf die man zurückgreifen konnte. Dementsprechend war die auch häufig genutzt und dementsprechend natürlich auch im Meta vertreten. Auch die war natürlich für unterschiedliche Strategien und Kombinationen zu gebrauchen, wenn man so möchte, war aber auch tatsächlich ein guter Beatstick, wenn man so möchte. Artwork-technisch muss ich ganz ehrlich sagen, ist das einer meiner absoluten Lieblings-Gaias. Also da kommen nicht mal die alten ran. Ich weiß, der sieht sehr futuristisch aus, aber ich meine, dieses Artwork von der Seite, ja, mit dem Pferd, das bloß auf den Hinterläufen steht, das Pferd, das so futuristisch aussieht und dieser Gaia, so wie aus einer anderen Dimension, das Ganze dann noch mit diesen schönen, warmen Rot- und Orangetönen im Hintergrund und diesen ganzen Ornamenten im Hintergrund, so diesen ganzen dieser ganzen Symbolik, also das sieht extrem geil aus. In Secret Rare macht es tatsächlich ein bisschen mehr her als in Ultra Rare, allerdings kann man in Ultra Rare tatsächlich ein bisschen besser erkennen, was da überhaupt gezeichnet wurde. Hashtag Effekthascherei, zwecks Rarität. Aber wunderschön. Tatsächlich, und jetzt haltet euch fest, die Karte bekommt auf einer Richterskala tatsächlich eine 10 von 10. Ein weiteres frühes generisches Link-Monster war der Dekodiersprecher. Er war nicht nur ein frühes generisches Link-Monster, er war das allererste generische Link-Monster. Denn das war das erste Link-Monster, das den Markt überhaupt für sich entdeckt hat, das Licht der Welt erblickt hat, wenn man so möchte. Der kam nämlich in seinem eigenen Starter-Deck tatsächlich raus. War dort auch ein Ultra-Rare, hat hier dementsprechend keinen Rarity-Upgrade bekommen. Und der Effekt sagt, diese Karte erhält 500 ATK für jedes Monster, das auf sie zeigt. Wenn dann Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, die oder der eine oder mehr Karten, die du kontrollierst, als Ziel wählt, Schnelleffekt. Du kannst ein Monster, auf das diese Karte zeigt, als Tribut anbieten. Annulliere die Aktivierung und falls du dies tust, zerstöre die Karte. Ja, das ist eigentlich für die damaligen Verhältnisse noch ein recht brauchbarer Effekt gewesen. Ich glaube, die Linkzeit begann mit Code of the Duelist vor 3-4 Jahren, sowas in der Richtung. Ich habe den genauen Zeitraum jetzt nicht im Kopf, also es ist auch schon wieder ein bisschen her. Daher für die damalige Zeit natürlich auch eine recht spielstarke Karte gewesen, die man halt hernehmen konnte. Einsetzbar war die Karte tatsächlich überall. Dementsprechend auch eben generisch, frühes generisches Linkmonster, das sagt es ja schon. Und optisch gesehen muss ich sagen, also ich bin ein großer Fan der Kodiersprecher. Da gibt es ja mittlerweile 6 oder 7 Stück. Der Dekodiersprecher allerdings, der gefällt mir jetzt nicht so übermäßig gut. Das ist so ein bisschen neben dem Firewall Dragon so die Ace-Karte gewesen vom Hauptprotagonisten aus Reigns, aber ich weiß nicht. Also ich finde ihn nicht hässlich so, er sieht gut aus, ist ein cooles Artwork, auch wenn der Hintergrund hier wieder nicht so wirklich zum Monster passt. Das ist wieder farblich einfach zu ähnlich. Nichtsdestotrotz stiehlt der Hintergrund dem Monster nicht die Show, aber irgendwie finde ich, dass das Design anders hätte gemacht werden können. Also mich haut die Karte jetzt, um es mal ganz erlaubt zu sagen, nicht vom Hocker. Daher gibt es hier tatsächlich nur 3 von 10 möglichen Punkten. Vom Dekodiersprecher zum Dekodiersprecher erweitert oder wie auf Englisch heißt, Decode Talker Extended und somit auch zu unserer dritten und letzten OCG Import Karte in diesem Set. Ja, mit dem markigen Effekt. Der Name dieser Karte wird zu Dekodiersprecher, solange sie auf dem Spielfeld liegt. Erhält 500 ATK für jedes Monster, das auf sie zeigt. Während einer Battlephase, falls ein Monster, auf das diese Karte zeigt, durch Kampf zerstört oder auf den Friedhof gelegt wird, diese Karte kann in diesem Spielzug während jeder Battlephase einen zweiten Angriff durchführen. Ja, zunächst mal sei vielleicht noch erwähnt, dass die Karte im OCG tatsächlich im Starterdeck 2019, im Jahre 2019 als Ultra oder wahlweise Secret Rare released wurde. Impact auf das Meta hatte diese Karte nie und hat sie auch aktuell nicht. Sie hilft halt so ein bisschen bei OTK-Strategien, ist spielbar mit anderen Decode-Talker-Karten oder im Decode-Talker-Themendeck eben, sofern man das als solches betiteln kann.
Hat aber ansonsten keinen wirklich nennenswerten Nutzen. Man muss aber sagen, dass die Karte Artwork-technisch dem Dekodiersprecher haushoch überlegen ist tatsächlich. Ist natürlich ein typisches Cyberverse-Monster, sehr futuristisch. Ich persönlich muss aber sagen, dass diese dunklen, ich weiß nicht, ist das eine Haut? Also diese dunklen Hauttöne mit diesen goldenen Rüstungselementen einfach extrem geil aussehen. Die Position, in die sich dieser Karte befindet, diese Kampfposition sozusagen, sieht halt einfach extrem badass aus, muss man sagen. Auch der Kopf des Monsters gefällt mir sehr gut. Die Klingen der Schwerter, naja, das ist halt wieder so typisch futuristisches Gedöns, ne? Da hätte ich mir vielleicht normale Schwerter gewünscht. Das hätte vielleicht noch ein bisschen besser ausgesehen. Vielleicht das Ganze noch durch eine rote Aura abzugrenzen oder eine grüne Aura, je nachdem. Oder im Allgemeinen einfach durch eine etwas stärker ausgeprägte Aura um das Monster herum. Aber auch der Hintergrund ist eigentlich ganz nice. Der stiehlt dem Monster jetzt nicht die Show. Die Größe des Monsters passt. Es ist eigentlich alles perfekt. Die Karte erhält eine solide 6 von 10 möglichen Punkten. Karte Nummer 25 aus Duel Devastator. Ein absoluter Call of the Duelist Klassiker, der Topologic Bomberdrache. Ja, der erschien in Call of the Duelist als Secret Rare und hat hier dementsprechend einen Rarity Downgrade bekommen und sein Effekt sagt: Falls ein anderes Monster als Spezialbeschwörung in eine Zone, auf die ein Link-Monster zeigt, beschworen wird, solange sich dieses Monster auf dem Spielfeld befindet, zerstöre alle Monster in den Main-Monster-Zonen. Zusätzlich können deine anderen Monster für den Rest des Spielzugs nicht angreifen. Nach der Schadensberechnung, falls diese Karte ein Monster deines Gegners angegriffen hat, füge deinem Gegner Schaden in Höhe der Grund-ATK des Monsters zu. Ja, diese Karte hat im Prinzip vereinfacht ausgedrückt einfach den Nutzen, das Feld ein bisschen zu clearen und hat auch noch einen netten Burn-Effekt in Tuss. Allzu generisch ist die Karte allerdings nicht einsetzbar. Meistens spielt man sie in Orkus-Decks, allerdings ist sie dennoch aktuell tatsächlich meta-relevant und dementsprechend nicht von schlechten Eltern. Nicht von schlechten Eltern ist allerdings auch das Artwork. Das Artwork ist nämlich absolut Bombe, muss ich sagen. Ich finde sie tatsächlich in Secret nochmal eine Runde schöner. Aber ich muss sagen, dafür, dass das Artwork so extrem futuristisch auch wirkt, ich meine, das tut es ja, also mit Oldschool hat das ja gar nichts zu tun, sieht das doch einfach extrem krass aus. Der Hintergrund ist ziemlich fancy, muss man sagen. Man könnte fast davon ausgehen, dass das dem Gesamtbild des Monsters schadet. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich denke, dass das Monster schöner wäre, wenn der Grund etwas einfacher gestaltet wäre. Aber dennoch muss ich sagen, dass der Hintergrund eigentlich doch recht gut zum Monster passt und in Kombination mit dem Monster das Ganze zu einem relativ schönen optischem Genuss macht. Dementsprechend bekommt diese Karte tatsächlich eine glatte 6 von 10 möglichen Punkten. Ja, Extreme Force war schon ein geiles Set. Nicht zuletzt, weil es Burschen wie diesen hier zu uns ins TC gebracht hat, den guten alten Saruya Schädelschrecken. Dort erschien er tatsächlich als Secret Rare, hat hier also auch einen Downgrade tatsächlich bekommen. Allerdings handelt es sich bei der Karte um eine Zierde seiner Zunft, wie ich finde, und sein Effekt lautet: Diese Karte erhält Effekte basierend auf der Anzahl des Materials, das für die ihre Linkbeschwörung verwendet wurde. Wenn man jetzt also quasi zwei oder mehr Monster für die Linkbeschwörung verwendet hat, dann greift folgender Effekt: Falls ein oder mehr Monster als Normal- oder Spezialbeschwörung in eine Zone beschworen werden, auf die diese Karte zeigt, die Monster erhalten 300 ATK und Verteidigung. Bei drei oder mehr Monstern einmal pro Spielzug während deiner Main-Phase. Du kannst ein Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Und dann aber noch den dritten Effekt ergreift, wenn man vier oder mehr Monster zur Link-Beschwörung verwendet. Wenn diese Karte als Link-Beschwörung beschworen wird, du kannst vier Karten ziehen. Dann lege drei Karten von deiner Hand in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck. Ja, diese Karte war tatsächlich zu ihrer Zeit sehr meta-relevant. Das war tatsächlich eine 40, 50, teilweise 60 Euro Karte. Das hat immer mal so ein bisschen geschwankt, würde ich sagen. Die Karte hat ja dann auch ihren Reprint bekommen. Ich glaube, Megapack 2018 müsste das gewesen sein. Dementsprechend natürlich auch wieder als Secret Rare, denn die Tints sind erst im Jahr 2019 wieder recht abwechslungsreich geworden. Spielbar war die Karte prinzipiell überall. Also es war ein sehr generisches Link-Monster und die Karte konnte halt sehr effizient das Deck nach bestimmten Karten durchsuchen, beziehungsweise eben die Wahrscheinlichkeit erhöhen, bestimmte Karten zu bekommen. Und Artwork-technisch muss man sagen, ist diese Karte mit Abstand das schönste und geilste Artwork, das wir bisher in dieser Sendung hier hatten. Ich persönlich
finde, hier stimmt einfach alles. Die Atmosphäre stimmt. Es ist ein richtig, richtig böser Drache hier. Sieht richtig auch unterweltlermäßig aus. Also hier nicht irgendwie edel oder majestätisch, sondern einfach nur gruselig und furchteinflößend. Der Zeichenstil ist zwar sehr detailreich, also nicht minimalistisch, aber erinnert sehr stark an die alte Zeit. Also die Karte hätte durchaus auch in der GX-Zeit rauskommen können, definitiv. Und auch das Monster an sich ist einfach nur eine optische Meisterleistung und deshalb erhält diese Karte nicht 7, nicht 8, nicht 9, nicht 10 Sterne, sondern den schwarzen Stern als Anerkennung für das Artwork, die Auszeichnung sozusagen, die ich hier an Karten vergebe, die meinen Geschmack zu 100% treffen, wo ich sage, das sind Karten, die tatsächlich auch die alten Klassiker optisch übertreffen oder zumindest gleich mit ihnen auf sind. Einen schwarzen Stern für Saruya Schädelschrecken. So, wir machen weiter mit Effektmonsterkarten. Da kommen jetzt wieder ein paar und starten auch gleich durch mit einem tatsächlich recht alten Klassiker aus der GX-Zeit, der Dedekrähe. Die hat ihr Debüt in Strike of Neos gefeiert. Die kam dort als Rare oder alternativ auch als Ultimate Rare raus. Hat sogar letztens nochmal ein Reprint in einem Mainset gehabt als Starlight Rare. Die ist auch weit im dreistelligen Bereich und ihr Effekt sagt, Schnelleffekt. Du kannst diese Karte auf den Friedhof abwerfen und dann eine Karte im Friedhof deines Gegners wählen. Verbanne das gewählte Ziel. Ja, die Karte ist natürlich aktuell immer noch meta-relevant nach all der Zeit. Sehr generisch, dementsprechend überall einsetzbar und sie verhindert, wie auch einige Karten zuvor schon in der Sendung, eben Graveyard-Strategien. Also Strategien, die quasi auf Effektzündungen im Friedhof basieren, etc. PPA. Ja, das Artwork an sich ist jetzt nicht spektakulär, sage ich mal. Die Dedekrähe sieht hübsch aus, ja, es ist halt so, erinnert mich so ein bisschen an die Borg, würde ich mal sagen, nur halt als Vogel, so aus Star Trek. Ist ein schönes Artwork, definitiv ist aber auch nichts, was jetzt übermäßig krass fantasievoll ist. Ich finde es natürlich cool, dass hier hinten der Dimensionsriss als Background zu sehen ist. Ist ein stimmiges Artwork, ist ein absoluter Klassiker, aber nüchtern betrachtet muss man sagen, ist es doch ein sehr einfaches Artwork, würde ich mal behaupten. Also jetzt nicht einfach im schlechten Sinne, sondern tatsächlich auch einfach im positiven Sinne, sehr minimalistisch. Eine Karte, die man sofort wiederkennt, aber dennoch nichts, was einen jetzt optisch so richtig aus den Socken zwiebelt, wenn man so möchte. Die Karte bekommt von mir eine 5,5 von 10 Punkten, beziehungsweise eben hier Sternen. Ja, Effektverschleierin, die in Duelist Revolution in Ultra und Ultimate erschienene Karte darf natürlich auch nicht in diesem Set fehlen und dementsprechend haben wir sie auch bekommen. Ja, die Karte hat natürlich einige Prints hinter sich, sie kam glaube ich in Order of Chaos als Super Rares in der Special Edition raus, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube in Rare gab es die dann in irgendeinem Duelist Pack oder so und dann nochmal als Kamen und Black Rare, ach, da gibt es so viele verschiedene Prints. Den letzten relevanten Print hatte sie tatsächlich in einem der letzten Mainsets, welches das genau war, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht mehr, aber da kam sie als Starlight Rare raus und auch hier war sie tatsächlich dann extremst teuer. Das lässt natürlich vermuten, dass auch der Effekt ganz gut ist und den lesen wir uns auch ganz kurz mal durch. Während der Mainphase deines Gegners, Schnelleffekt. Du kannst diese Karte von der Hand auf den Friedhof legen und dann ein Effektmonster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Annulliere bis zum Ende des Spielzuges die Effekte des offenen Monsters, das dein Gegner kontrolliert. Ja, das ist ein sehr guter Effekt, der andere Monstereffekte blockiert. Das Ganze ist tatsächlich sehr generisch einsetzbar. Es ist ja auch eine Handtrap, eine etwas frühere Handtrap zusammen mit dem Joel und Lockbird damals, der ja da in Starstrike Blast erschien als Rare. Die Karte ist ziemlich generisch, das bedeutet, sie ist überall verwendet und einsetzbar und dementsprechend auch im aktuellen Meta vertreten. Was das Artwork angeht, so muss ich leider sagen, dass das jetzt keine überkrasse Glanzleistung von Konami ist. Diese Karte hat leider Gottes einige Schwächen. Zunächst mal der Vorteil ist, ja, sie hat einen enormen Wiedererkennungswert, da sie tatsächlich über ein minimalistisches Design verfügt, aber das Problem ist, das Monster ist mal wieder mit purer Gewalt aufs Artwork gequetscht worden. Das heißt, wir haben hier tatsächlich das Monster von Kopf bis Fuß auf dem Bild zu sehen und dementsprechend macht der Hintergrund, ich würde mal sagen, 50-60% des Bildes aus und das ist immer ganz, ganz schlecht. Dazu kommt, dass die Farbe des Hintergrunds dem Monster zu ähnlich ist. Das gilt vor allen Dingen für diese, ich weiß nicht, Flügel oder Schwingen oder Bettlaken, die dem Ding da aus dem Rücken wachsen. Keine Ahnung, kann ich nicht genau sagen, was das sein soll. Ja, da ist die Farbe tatsächlich so ähnlich, dass man bei einem nicht genauen Hinschauen beinahe der Meinung sein könnte, dass das mit zum Hintergrund gehört oder es am Ende gar nicht wahrnimmt. Und deswegen bekommt diese Karte leider Gottes nur 4 von 10 möglichen Punkten.
Ja, der gute alte Torblocker. Eine Karte, die jedem ein Begriff sein sollte, der jemals 5Ds gesehen hat oder gar Fan dieser Serie ist. Denn das ist ja wohl ein absoluter Klassiker. So oft, wie man die Karte in dem Anime gesehen hat. Das war nämlich immer so diese Standardkarte der Sicherheitskräfte, die ständig dabei waren, Yusei und seine Freunde zu verfolgen. Ist tatsächlich eine recht interessante Karte gewesen. Wir lesen uns mal kurz den Effekt durch. Annulliere die Effekte des Spielfeldzauber deines Gegners. Dein Gegner kann keine Zählmarken auf Karten auf dem Spielfeld legen. Dein Gegner kann keine anderen Monster, die du kontrollierst, als Ziel für Karteneffekte wählen. Ja, zunächst mal das Positive. Die Karte ist relativ generisch, wie man ja bemerkt. Die ist dementsprechend überall einsetzbar. Ihr Nutzen besteht im Prinzip darin, Spielfeldzauberkarten eben zu verhindern, beziehungsweise den Einsatz von Spielfeldzauberkarten. Sie verhindert Spellcounter und schränkt das Targeting ein. Leider Gottes ist die Karte noch nie meta-relevant gewesen und dementsprechend ist sie es auch aktuell nicht. Es ist halt einfach eine Anime-Karte, aber das soll uns ja nicht weiter stören, denn jetzt kümmern wir uns mal um das Artwork. Und das Artwork ist tatsächlich wirklich, wirklich gut, wie ich finde. Denn wir haben zum einen ein sehr minimalistisches Design, sehr oldschool beinahe schon. Dazu kommt, dass wir hier eine schöne strahlende Aura haben, die das Monster tatsächlich auch recht gut vom Hintergrund abgrenzt. Der Hintergrund ist zwar in einem ähnlichen Farbton, zumindest oben und unten wie das Monster, so in diesem Panzergrau bis Schwarz. Allerdings durch diese Aura, durch diese orange-rot und teilweise sogar bläulich, habe ich das Gefühl, schillernde Aura, tut das dem Ganzen nichts weg. Hier ist eine klare Abgrenzung zwischen Hintergrund und Monster zu sehen und das Monster ist, wie bereits gesagt, sehr minimalistisch designt, hat einen schönen Look, auch wenn es recht einfach ist und gefällt mir tatsächlich sehr gut und dementsprechend bekommt dieses Monster, der gute alte Torblocker, 5,5 von 10 möglichen Punkten. Karte Nummer 30, ja, wir sehen langsam Land, haben aber noch 26 Karten vor uns und sind schon bei einer Stunde Aufnahmezeit, wird aber sogar schon ein bisschen drüber. Ich hoffe, ihr habt echt Sitzfleisch, Leute, das wird echt heftig hier. Jedenfalls die 30. Karte des Sets ist Denko Sekka, die damals in New Challengers als Ultra Rare ihren Einstand gefeiert hat. Dementsprechend hat sie hier weder einen Down noch einen Upgrade bekommen. Es gibt sie allerdings, ich glaube, in einem Battles of Legends als Secret Rare, dort hat sie ein Upgrade gekriegt. Ich glaube, es müsste Battles of Legends Heroes Revenge gewesen sein, bin mir aber nicht ganz sicher. Ihr Effekt sagt, du kannst diese Karte nicht als Spezialbeschwörung beschwören. Solange du keine gesetzten Zauber- und Feindkarten kontrollierst, kann kein Spieler Zauber- und Feindkarten setzen oder Zauber- und Feindkarten aktivieren, die auf dem Spielfeld gesetzt sind. Ja, diese Karte war zu ihrer Zeit relativ meta-relevant, denn sie stoppt jegliche Backrow-Strategien komplett. Also so Dinge wie Zauber- und Feindkarten sind da nicht mehr und dementsprechend war diese Karte nicht wirklich generisch, sondern nur wirklich in Decks spielbar, die selbst sehr, sehr wenig auf Backrow gesetzt haben. Dennoch war die Karte zu ihrer Zeit meta-relevant und auch ihr Artwork ist ja wohl ein absoluter Hingucker. Also optisch ist die Karte so, wie sie sein soll. Es ist ein Donnermonster tatsächlich. Optisch allerdings dann doch eher ein Krieger, ein Schwertkämpfer eben oder eine Schwertkämpferin, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Wir haben die Karte wieder bis etwas unter der Hüfte gezeichnet. Das bedeutet, die Karte ist relativ groß im Verhältnis zum Hintergrund und ich würde sagen, die nimmt so ungefähr 50-60% des Bildes ein. Also hat auch so zwei Drittel auf jeden Fall. Und auch der Hintergrund ist sehr gut auf die Karte abgestimmt tatsächlich. Wir haben nämlich einen asiatisch angehauchten Kämpfer. Wir haben hier diese typischen, ich weiß gerade nicht, wie diese Bäume heißen im Hintergrund, mit diesen rosa Blütenblättern, die man halt so mit Asien in Verbindung bringt. Also alles in allem ein sehr, sehr, sehr gutes Artwork. Für mich persönlich tatsächlich sogar eine 8 von 10 Punkten. Machen wir weiter mit Inspector Border. Ja, einer Karte, die in Extreme Force als Secret Rare ihren Release gefeiert hat. Und dementsprechend haben wir hier mit dem Ultra Rare Reprint Dual Devastator einen Downgrade. Ja, Inspectors Effekt sagt, kann nicht als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen werden, falls du ein Monster kontrollierst. Kein Spieler kann Monster-Effekte aktivieren, es sei denn, die Anzahl der Monster-Effekte, die dieser Spieler in diesem Spielzug bereits aktiviert hat, ist kleiner als die Anzahl der Monster-Kartentypen, die derzeit auf dem Spielfeld liegen. Ritual, Fusion, Synchro, Xyz, Pendel und Link-Monster. Falls die Aktivierung eines Effekts annulliert wurde, zählt er trotzdem für die Anzahl für den Spielzug. Zählen nur Effekte, die aktiviert wurden, solange diese Karte offen auf dem Spielfeld lag. Meine Güte, Leute, ist das ein komisch geschraubter und formulierter Text. Das hat mir, glaube ich, 4 oder 5 Anläufe gebraucht, nur um das jetzt flüssig abzulesen. Ich hoffe, ich verkack's jetzt danach nicht. Also es ist folgendermaßen, die Karte ist aktuell tatsächlich im Meta vertreten, spielbar allerdings eher in Control-Decks. Ich denke, darauf beschränkt sich seine Einsetzbarkeit. An und für sich besteht sein Nutzen eben darin, hier
jetzt eben Monster-Effekte zu blockieren. Ich meine, war ja auch eindeutig zu lesen, nicht wahr, meine Freunde? Und ja, ein absoluter Zungenbrecher, der Text. Was allerdings kein Zungen, sondern ein Augenbrecher ist, ist tatsächlich das Artwork. Und zwar tatsächlich im positiven Sinne, auch wenn es jetzt gerade nicht so klang. Denn das Artwork wirkt tatsächlich ziemlich atmosphärisch. Ich finde, für ihr futuristisches Design wirkt die Karte doch extrem gut gemacht. Erinnert mich so ein bisschen an die 5Ds-Zeit, von ihrem Feeling her. Ein sehr einprägsames Artwork, das die Karte hier hat. Das würde man sofort wieder kennen. Für moderne Zeiten sehr minimalistisch designt. Auch diese Hochhäuser im Hintergrund, das erinnert mich immer an diese Zauberkarten, die Zukunftsvision und finstere Stadt und so, obwohl das damit natürlich nichts zu tun hat, aber so ein bisschen hat das schon so den Flair. Also ich finde die Karte wirklich, wirklich cool. Und warum die nicht so an 5Ds erinnert, das liegt irgendwie an diesen Sirenen, die der da hat. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht wegen irgendwelchen stygischen Karten oder so, ich weiß es nicht. Oder weil, ja, in 5Ds häufig die Polizei zu sehen war. Auf jeden Fall erinnert mich die Karte extrem stark an 5Ds und hat halt so ein leichtes, minimales Retro-Feeling, das sie bei mir auch auslöst, auch wenn sie mit Retro eigentlich absolut nichts zu tun hat. Hier aber tatsächlich 8 von 10 möglichen Punkten. Magician's Force Vibes, ja, der Endzauberer, ja, meine Güte, jetzt wird's ja richtig Retro, Freunde, ja, da müssen wir ja die Schlüpfer festhalten, sonst fliegen sie weg. Wir haben hier den Endzauberer, der ursprünglich sein Debüt auch als Ultra Rare in Magician's Force gefeiert hat und dementsprechend wieder ein Down noch ein Upgrade erhalten hat. Der Effekt ist für das Alter der Karte natürlich entsprechend kurz. Zauberkarten und ihre Effekte auf dem Spielfeld können nicht aktiviert werden. Annulliere alle Zauberkarteneffekte auf dem Spielfeld. Ja, eine zeitweise sehr spielstarke Karte gewesen, die aus ihrem Originalset tatsächlich sehr teuer war. Wahrscheinlich gab es auch deswegen den Reprint hier in Duel Devastated. Da ist nämlich tatsächlich dann der Original Print auch recht moderat gewesen anschließend vom Preis her, sage ich mal, weil der war halt wirklich, wirklich hoch zu dem Zeitpunkt. Die Karte ist tatsächlich mal meta-relevant gewesen, ist sie aktuell zwar nicht mehr. Die hat, naja, war ja klar zu lesen, die hat eben Spells gestoppt und war auch gut gegen Pendel tatsächlich. Und sie war halt spielbar in so ziemlich jedem Deck, also an und für sich war sie generisch, aber sie war halt hauptsächlich spielbar in Decks, die selbst wenige Spells natürlich verwendet haben, da der Effekt sich natürlich nicht nur auf den Gegner bezieht, sondern eben im Allgemeinen auf Spellcards auf dem Feld. Ja, was soll man sagen, das Artwork? Es ist ein klassisches Artwork, ein schönes, altes Retro-Artwork in ihrem ganzen Design, was Hintergrund und das Monster angeht. Wir haben hier eine schöne rote Aura, einen dunklen Hintergrund, der das Monster super untermalt. Also da kann man gar nicht viel zu sagen. Es ist einfach alles on point. Es passt so, wie es ist. Und diese Karte bekommt deswegen von mir 9,5 von 10 möglichen Sternen. Ja, auch das Artefakt-Thema hat tatsächlich einen abgesandten Duel Devastator zurückgelassen, und zwar Artefakt Longinus Lanze. Ja, die Karte hatte ihr Debüt, ihren eigentlichen First Print in Duelist Alliance als Common, dann natürlich auch im Mega Pack als Common, dann in einem Outtest Tournament Pack als Common und endlich sah die Karte Licht am Ende des Tunnels. In Battle of Legends Heroes Revenge kam die Karte dann als Secret Rare raus, jetzt haben wir sie nochmal in Ultra Rare und in Premium Gold Rare gibt es sie mittlerweile auch. Also alles in allem eigentlich ein Rarity Upgrade im Verhältnis zum Original Print. Natürlich, wenn man das mit anderen Sets, wie zum Beispiel Battles of Legends vergleicht, dann ist das ein Downgrade, aber wir vergleichen das ja immer mit dem Original-Print der Karte und ihr Effekt sagt, du kannst diese Karte als Zauber von deiner Hand in deine Zauber- und Fallenkartenzone setzen. Während des Spielzugs deines Gegners, falls diese gesetzte Karte in der Zauber- und Fallenzone zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, beschwöre sie als Spezialbeschwörung. Während des Spielzugs deines Gegners Schnelleffekt. Du kannst diese Karte von deiner Hand oder offen von der deiner Spielfeldseite als Tribut anbieten. Für den Rest des Spielzugs kann kein Spieler Karten verbannen. Ja, die Karte ist aktuell noch ziemlich stark im Meta vertreten, gehört auch mit zu den besten Secrets aus Battles of Legends Heroes Revenge. Sie ist extrem generisch einsetzbar, das heißt quasi, dass sie überall Verwendung finden kann. Und ihr Hauptnutzen besteht im Prinzip, salopp gesagt, darin eben, man liest es ja auch, Verbannungen eben zu verhindern. Artwork-technisch ist diese Karte enorm gut geworden, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich finde die Artefaktkarten sowieso von ihrer Idee und von der Umsetzung in der Regel relativ gut. Wir haben hier tatsächlich einen sehr grünen Krieger, würde ich mal sagen. Der schimmelt schon, der Junge. Oder irgendwie so ein Geisterwesen, whatever. Aber hier geht es ja tatsächlich um diese Lanze. Und die ist tatsächlich ziemlich schön designt. Ich finde, die hat so ein bisschen Oldschool-Flair mit diesen schönen goldenen Ornamenten und Verzierungen. Hier wird es natürlich wieder so ein bisschen futuristisch, immer diese komischen neonfarbenen Risse, die die Karten heutzutage so drin haben. Keine Ahnung, was der Käse soll. Der Background natürlich auch sehr stimmig, passt zum Gesamtbild. Alles in allem tatsächlich eine sehr schöne Karte. Finde ich auch aus Ultra Rare tatsächlich am schönsten. Bekommt tatsächlich eine glatte 7 von 10 Punkten, Schrägstrich
Sternen. Das wird sich wohl im Laufe der nächsten Folgen noch einpendeln, als was wir das Ganze jetzt werten. Und ja, gucken wir mal, was die nächste Karte so mit sich bringt. Cyber Dark Impact war zu seiner Zeit ein Mainset, das sich nicht allzu großer Beliebtheit erfreut hat, da dieses Set keine besonders guten Karten auf den Markt gebracht hat. Heutzutage ist dieses Set eine wahre Fundgrube für absolute Klassiker und Raritäten, wie ihn hier zum Beispiel, dem Einbildungsunterweltler, der in Cyber Dark Impact seinen ersten Release als Rare und als Ultimate Rare gefeiert hat. Anschließend, jetzt in kürzerer Vergangenheit, bekam die Karte auch nochmal ein Ultimate Rare Reprint im OTS Tournament Pack und ihr Effekt sagt, kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden. Kein Spieler kann Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Ja, das ist mal ein herrlich kurzer Text, wie ich finde. War tatsächlich vor einer Weile noch meta-relevant, da sie fast alle Combo-Decks, die zu der Zeit auf dem Markt so unterwegs waren, gestoppt hat. Besonders spielbar war die Karte in Monarchen und True Kings und das Artwork ist natürlich auch ein absoluter Klassiker, ein absoluter Oberhammer, um jetzt mal nicht übertreiben zu wollen. Sehr schön auf jeden Fall, gefällt mir extrem gut. Es ist ein Unterweltler, wie er Buche steht, mit einem schönen schwarzen Umhang. Dann haben wir hier solche grau-silbernen Ornamente auf dem Kragenteil des Umhangs. Lange wehende Haare, ein relativ finster grinsendes Gesicht. Also ich muss sagen, wirklich, wirklich, wirklich eine tolle Karte. Man sieht ja bloß tatsächlich seinen Körper gar nicht unter dem Umhang. Man sieht halt nur so einen Arm, der da rausguckt. Alles andere ist im Dunkeln geblieben. Im Hintergrund sehen wir tatsächlich Rosen, ja, also sehr, sehr, muss man genau hingucken, schwarze und hier unten ein bisschen weißlich eingefärbte Rosen. Also ich muss sagen, diese Karte ist artwork-technisch eine absolute Glanzleistung, hat absolute GX-Atmosphäre, hätte auch irgendwo ein Duel Monsters locker Platz finden können, irgendwie ein Labyrinth of Nightmares oder so, also eine sehr, sehr schöne Karte tatsächlich und bekommt von mir 8,5 von 10 möglichen Punkten. Machen wir weiter mit dem Zwillingsbruder vom Einbildungsunterweltler, dem Majestätsunterweltler, der doch einige Zeit später, ich glaube in Primal Origin als Secret Rare das Licht der Welt erblickt hat. Sein Effekt sagt, kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden, kein Spieler kann Monster-Effekte aktivieren. Ja, auch diese Karte stoppt natürlich Combo-Decks, der Effekt ist recht ähnlich, auch spielbar in Monarchen und True Kings und dementsprechend auch ehemals meta-relevant, genau wie sein großer Bruder, braucht man gar nicht allzu viel sagen. Die Karte hat tatsächlich, glaube ich, abgesehen von diesem Print noch einen Super Rare Reprint gehabt in irgendeiner Tinbox oder so und dann eben hier diesen Print in Dual Devastator. Andere Prints der Karte sind mir jetzt zumindest nicht bekannt oder ich habe sie gerade nicht im Kopf. Artwork-technisch ist die Karte natürlich auch wie das Original eine absolute Glanzleistung. Ein sehr schönes Artwork. Ich tatsächlich finde das Originale, also den Einbildungsunterwälder, noch ein Stückchen besser. Ist zwar nicht dieselbe Karte, aber der Typ da drauf ist eindeutig der gleiche. Und muss ganz ehrlich sagen, die gefällt mir noch eine Runde besser. Dennoch ist das eine sehr schöne Karte. Der Hintergrund ist mir vielleicht ein bisschen zu fancy. Diese Funken hätten sie sich sparen können. Zumindest die hier hinten. Ansonsten ist die Karte eigentlich super. Es gibt nichts dran auszusetzen. Farbkombis passen, alles top, alles tutti frutti. Also ich würde sagen, die Karte kriegt eine glatte 6 von 10 Punkten. Mit Dino Wrestler Pankratops erhält dieses Set auch ein Stück äußerst moderne Yu-Gi-Oh!-Geschichte. Erstmals erschienen als Common in Soul Fusion bohrte sich diese Karte tatsächlich in die Herzen vieler Spieler, da sie ziemlich gut einsetzbar war, relativ generisch war, über einen guten Effekt verfügt hat. Anschließend hat sie auch noch einige Reprints bekommen in den Gold-Sarkophago-Tins 2019 tatsächlich, als Ultra-Rare, dann auch nochmal in Battles of Legends Hero Revenge, also vorher nochmal als Secret-Rare, jetzt hier schlussendlich auch nochmal als Ultra-Rare in Dual Devastator, als ob wir nicht schon genügend Reprints der Karte hätten. Und ihr Effekt sagt, falls dein Gegner mehr Monster kontrolliert als du, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Du kannst deinen Wrestler Pankratops noch einmal pro Spielzug auf diese Art Spezial beschwören. Schnelleffekt. Du kannst ein Dino Wrestler Monster als Tribut anbieten und dann eine Karte wählen, die dein Gegner kontrolliert. Zerstöre sie. Du kannst diesen Effekt von Dino Wrestler Pankratops nur einmal pro Spielzug anwenden. Ja, das ist tatsächlich ein relativ guter Effekt, wenn es darum geht, lästige Monster vom Gegner vom Spielfeld zu entfernen. Und darüber hinaus ist das eine sehr generisch einsetzbare Karte. Das heißt, sie ist im Prinzip überall spielbar und dementsprechend auch im aktuellen Meta vertreten. Optisch muss man sagen, dass mich im Prinzip generell dieses ganze Dino-Wrestler-Thema unglaublich an GX erinnert. Da gab es doch diesen komischen Dino-Hain, ich habe seinen Namen vergessen, der hatte irgendwie auch so einen Dino-Knochen im Oberschenkel und so. Das Bild habe ich noch im Kopf, aber den Namen habe ich leider nicht mehr. An das erinnert mich das irgendwie richtig cool, hätte auch so sein Thema sein können. Aber es geht ja hier um die Karte und ich muss sagen, sieht einfach Bombe aus. Dieses Grün mit dem Grau und dann diese violette Kämpferhose mit dem Gürtel. Also das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Ich finde die Idee mega nice. Der Hintergrund passt farblich super dazu. Ergibt tatsächlich einen sehr, sehr schönen Kontrast. Hätte man mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, der Hintergrund müsste noch ein bisschen dunkler sein. Aber tatsächlich
passt dieses Blau auch extrem gut dazu. Alles in allem ein rundes, schönes Artwork, minimalistisch Design, das im Kopf bleibt und dementsprechend tatsächlich 9 von 10 möglichen Punkten. Weiter geht's mit der letzten Monsterkarte des heutigen Sets, und zwar Gamesiel, der Kaiju der Meeresschildkröte. Ja, in welchem Set die Karte tatsächlich erschienen ist, weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, dass sie dort als Rare rauskam und auch als Rare schon, ich glaube, 1-2 Euro wert war, da sie schon damals recht spielstark war. Anschließend bekam sie auch noch einen Super Rare Print in einem OTS Tournament Pack und jetzt haben wir sie eben auch hier in dem Fall aus Duel Devastator. Ihr Effekt sagt: Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand auf die Spielfeldseite deines Gegners in die Angriffsposition beschwören, indem du ein Monster als Tribut anbietest, das er kontrolliert. Falls dein Gegner ein Kaiju-Monster kontrolliert, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand in die Angriffsposition beschwören. Du kannst nur ein Kaiju-Monster kontrollieren. Wenn dein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, außer Gamesiel, der Kaiju der Meeresschildkröte, Schnelleffekt. Du kannst 2 Kaiju-Zählmarken von irgendwo auf dem Spielfeld entfernen. Annulliere die Aktivierung und falls du dies tust, verbanne die Karte. Ja, diese Karte war, ist und wird vermutlich noch eine ganze Weile im Meta relevant bleiben, da sie zum einen äußerst generisch einsetzbar und dementsprechend überall spielbar ist und ihr Sinn und Zweck quasi darin besteht, fast alle Monster, die man sich so vorstellen kann, vom Feld zu entfernen, und das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, wie ich finde. Eine ganz schöne Hausnummer ist tatsächlich auch das Artwork der Karte, denn das ist für einen Kaiju, und wir kennen Kaijus, es gibt relativ viele davon, relativ minimalistisch designt. Wir sehen hier auch schon, wie groß das Ding in etwa ist, denn wir haben hier tatsächlich 3 Helikopter außenrum um das Artwork, um das Monster. Und da sehen wir mal, was das eigentlich für ein Riesenvieh sein muss. Unglaublich. Ich finde ihn tatsächlich recht cool designt. Das Artwork gefällt mir sehr gut. Ist ein schönes Aqua-Monster. Ist tatsächlich etwas, das im Kopf bleibt. Das auch was fürs Auge ist. Nicht zu lieb, nicht zu böse. Gerade so irgendwo in der Mitte, würde ich mal behaupten. Und dementsprechend gibt es hier 5,5 von 10 möglichen Punkten. Ja, meine Freunde, vom letzten Monster aus Duel Devastator hin zur ersten Zauberkarte des Sets. Es wird Retro, wir haben die Gedankenkontrolle. Und ja, wir reisen 16 Jahre zurück in die Vergangenheit, ins Jahr 2005. Dort erschien am 15.02., also am 15. Februar, also relativ auf den Tag genau tatsächlich, das Spiel Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory World Championship Tournament 2005. Und dieses Spiel enthielt 3 Promokarten, von der Gedankenkontrolle eben eine war. Seit dieser Zeit hat diese Karte unzählige Reprints gehabt in den Gold Series 2009, Warrior Strike, Structure Deck, Legendary Collection 3, Yugi's World im Megapack, Premium Gold, Structure Deck, Cyber Sling, Legendary Duelist, Rage of Ra und so weiter und so fort. Jetzt hier auch in Duel Devastator als Ultra Rare, tatsächlich hier der höchste Print von allen bisher. Also es ist der absolute Wahnsinn, wie oft diese Karte gereprintet wurde. Allerdings hat das auch einen Grund. Jetzt lesen wir uns allerdings erstmal den Effekt durch. Wähle ein Monster, das dein Gegner kontrolliert. Bis zur Endphase übernimmt die Kontrolle über das gewählte Ziel, aber es kann weder einen Angriff deklarieren noch als Tribut angeboten werden. Und hier ist auch schon der springende Punkt des Ganzen. Die Karte hat nämlich über die Zeit auch nichts an Spielstärke eingebüßt, denn sie ist nach wie vor meta-relevant, sehr generisch überall einsetzbar und hält einem, wenn auch nur vorübergehend, lästige Monster ja, vom Kragen, wenn man so möchte, und macht vielleicht den Weg für die ein oder andere Strategie frei. Artwork-technisch muss ich sagen, dass, also die Karte ist cool, ja, sie ist nicht hässlich oder so, es ist eine schöne Retro-Karte, aber sie hat mich ehrlich gesagt noch nie so wirklich vom Hocker gehauen, auch damals schon nicht. Also da hatte ich auch tatsächlich keine Retro-Brille auf, in dem Fall hier, ist natürlich schön retromäßig designt, klar, auch vom ganzen Zeichenstil etc. ppa. Wir haben hier oben natürlich hier schön die großen Hände, die hier den Puppenspieler machen, unten die menschliche Marionette und natürlich einen für die damalige Zeit ganz normalen Hintergrund, also irgendein Farbenwirrwarr auf gut Deutsch. Aber tatsächlich haben wir hier auch schon wieder das Problem, dass das alles irgendwie zu klein dargestellt ist. Das Ganze hätte man nochmal ein bisschen größer machen können. Und im Allgemeinen muss ich sagen, ist diese Idee des Artworks natürlich aufgrund des Effekts logisch. Es zeigt ja schon visuell, woher der Wind pfeift sozusagen. Aber irgendwie hat es mich nie so wirklich aus den Latschen gehauen. Und deswegen kriegen wir hier nur 4 von 10 möglichen Punkten zusammen. Ja, lasst uns doch noch etwas in der Vergangenheit schwelgen, und zwar mit der Wellenbewegungskanone, die erstmals ihren Print als Common in Magician's Force erhalten hat. Ja, Magician's Force, meine Güte, lang ist's her, da habe ich ja noch in der Nase gebohrt. Ja, jedenfalls kam die Karte als Common in Magician's Force raus, war ja damals ein Set, das nur auf Englisch erschien. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Deutschmarkt überhaupt vertrieben worden ist. I don't know.
Was ich allerdings weiß, ist, dass die Karte anschließend noch einen Print in den Champion Packs bekommen hat, als Super Rare. Natürlich auch ein kleines Vermögen wert, war nicht so toll für die Leute, die sich nicht so viel leisten konnten. Und jetzt ist die Karte nochmal für die Masse gereprintet worden in Duel Devastator. Ja, ihr Effekt sagt, während deiner Main-Phase, du kannst diese offene Karte auf den Friedhof legen. Füge deinem Gegner für jede deiner Standby-Phasen, die vergangen ist, da diese Karte aktiviert wurde, 1000 Schaden zu. Hoho! Ich würde mal sagen, das ist der Burner. Ja, ich weiß, schlechter Witz. Ist auf jeden Fall eine Menge Burn-Schaden, die das Ding macht. Ist auch ihr ja, im Großen und Ganzen einfach ihr Nutzen, den Gegner so ein bisschen weg zu burnen. Und naja, hauptsächlich spielbar eben in diesem Mystic Mind Burn, der ja da vor kurzem unterwegs war. Ist ja noch gar nicht so lange her. War zu der Zeit auch meta-relevant, aktuell im Meta nicht wirklich vertreten. Das Artwork ist tatsächlich, obwohl ich auch nicht genau weiß, was es darstellen soll, vermutlich irgendein Apparillo, irgendeine Art Zeitmaschine oder keine Ahnung, eine Wellenbewegungskanone halt, also vermutlich eine futuristisch anmutende Kanone. Muss ich sagen, sieht das Artwork wirklich ziemlich cool aus. Mir gefällt es, der Background ist ziemlich simpel, so wie sich das gehört. Stiehlt dem Monster, wollte ich schon fast sagen, stiehlt dem Objekt auf der Karte nicht die Show. Alles in allem ein sehr, sehr stimmiges Artwork. Hat natürlich einiges an Kultstatus, das Ding. Und ja, was soll man sagen? Alles in allem eigentlich relativ stimmig, minimalistisch designt. Was will man eigentlich mehr? Die Karte bekommt von mir 6,5 von 10 Punkten. Karte Nummer 40 aus Duel Devastator ist die gute alte Superpolymerisation, die damals als Rare in Phantom Darkness ihr Debüt gefeiert hat. Im Anime tatsächlich auch, ich glaube in einer der letzten in Deutschland erschienenen Staffeln von Bronn, dem verrückten König der finsteren Welt, gegen Jaden eingesetzt, war das im Anime eine Karte, die extrem stark dargestellt wurde. Also die war da richtig overpowered, sehr spannend das Ganze gewesen, das weiß ich noch. Hier jetzt nicht ganz so spannend, ich glaube die hat auch einen komplett anderen Effekt hier im TCG, als hier eben jetzt in der Anime-Serie, ähnlich wie eben das Siegel von Orichalkos. Und der Effekt sagt, wirf eine Karte ab, beschwöre ein Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck und verwende dafür Monster von deiner beliebigen Spielfeldseite als Fusionsmaterial. Kein Spieler kann Karten oder Effekte als Reaktion auf die Aktivierung dieser Karte aktivieren. Ja, das ist eine relativ starke Karte, die nach wie vor im Meta vertreten ist. Ihr Effekt kann dazu genutzt werden, um zum Beispiel lästige Monster des Gegners als Fusionsmaterial für eigene Monster zu verwenden. Und das Gute daran ist, sie verhindert eine Reaktion darauf. Keiner kann Karten oder Effekte darauf reagieren. Dementsprechend relativ gut spielbar in Control-Decks und wie bereits gesagt, immer noch meta-relevant. Optisch ist die Karte natürlich schon ein kleiner Hingucker, ist halt einfach eine Retro-Karte aus der GX-Zeit, sieht top aus, ergibt nicht viel Sinn, was da zu sehen ist, aber ist auf jeden Fall eine ziemlich schöne Karte tatsächlich. War, glaube ich, auch als Secret Rare in der Legendary Collection GX mit einer der teuersten Karten zu jener Zeit. Ich glaube, damals, als ich mein Reprint aufgemacht habe, ging die irgendwie 12 Euro oder so, alles andere war so Firlefanz. Genau, und dementsprechend gibt es hier eine solide 5 von 10 Punkten. Machen wir weiter mit dem Buch der Verfinsterung. Ehemals erschienen in The Duelist Genesis als Common, auch nachfolgend gab es weniger High-Rare-Prints. Es gab noch einen Super-Rare-Print im Astral-Pack 8 und eben jetzt der höchste oder der High-Rare-Raste-Print der Karte als Ultra-Rare in Duel Devastator. Der Effekt sagt, ändere alle offenen Monster auf dem Spielfeld in die verdeckte Verteidigungsposition. Während der Endphase dieses Spielzugs ändere so viele Monster in verdeckter Verteidigungsposition, die dein Gegner kontrolliert wie möglich, in die offene Verteidigungsposition. Dann zieht dein Gegner Karten in Höhe der Anzahl der durch diesen Effekt aufgedeckten Monster. Ja, diese Karte war tatsächlich zu ihrer Zeit meta-relevant. Zum einen, dass sie recht generisch einsetzbar war, das heißt, man konnte sie quasi überall spielen und sie war relativ gut darin, Beschwörungen von Link, Xyz und Synchromonstern zu verhindern. Abgesehen davon kann man sagen, dass die Karte tatsächlich aussieht, als käme sie direkt aus LOB sozusagen. Wir haben hier schön hier zwei Anubis-Krieger auf dem Bild und hier oben ein Auge und Flügel und alles sehr ägyptisch, sehr oldschool-mäßig angehaucht. Ich weiß nicht, ob die Karte in der Serie irgendwie mal früher aufgetaucht ist. Müsste sie eigentlich, also sieht wirklich aus, als käme sie aus LOB, LON, Magician's Force oder irgendwie so. So eine richtig, richtig alte Karte hier. Eine schöne Karte aus der Duelist Genesis gewesen. Also wirklich, ich mag die Bücher ja ohnehin relativ gerne, muss ich sagen, und dementsprechend bekommt diese Karte artwork-technisch definitiv eine 9,5 von 10 Punkten. Machen wir weiter mit dem Stummen Friedhof, einer Karte, die in The Shining Darkness als Common ihr Debüt gefeiert hat. Witzigerweise gab es von dieser Karte nie wirklich viele Reprints. Es gibt jetzt halt den hier in Duel Devastator und zuvor gab es einen im OTS Tournament Pack 9 als Common. Abgesehen davon hat diese Karte niemals irgendwie einen Reprint gefeiert, was auch nicht wirklich verwundert, denn die Karte war tatsächlich niemals wirklich meta-relevant. Ihr Effekt sagt, wirf eine Karte ab. Effekte, die in diesem Spielzug im Friedhof aktiviert werden,
werden annulliert. Ja, das Ding ist halt gut für Abyss-Dweller, ist natürlich überall spielbar, relativ generisch, an und für sich, aber keine besonders gute Karte, keine meta-relevante Karte, also keine Karte, die man da großartig gespielt hat. Dementsprechend hat sich Konami auch mit Reprints zurückgehalten. Optisch muss ich sagen, dass ich das Artwork zwar recht cool finde, aber irgendwie auch verwirrend. Das Ding heißt Silent Graveyard, beziehungsweise hier Stummer Friedhof. Ich sehe hier keinen Friedhof, ich sehe hier irgendwie irgendwas. Also ich glaube, das ist so ein Friedhof von oben irgendwie, kann das sein? Also irgendwie, ich sehe hier bloß diese Bäume, diese Schatten von diesen Bäumen und ich glaube, hier sehe ich so einen Friedhofszaun am Rand oben. Aber da kann ich beim besten Willen nicht besonders viel erkennen. Trotzdem ist es ein cooles Artwork. Die Rot- und Goldtöne von diesem Symbol oder was auch immer das sein mag, die ergeben natürlich einen guten Kontrast zu diesen hellen Scheiben und dem dunklen Kartenhintergrund. Dementsprechend doch ein recht ansprechendes Artwork, ein recht stimmiges Artwork. Und dementsprechend bekommt die Karte 4,5 von 10 Punkten. Jetzt wird es wieder etwas moderner mit dem Kosmos-Zyklon oder Cosmic Cyclone auf Englisch, die ihr Debüt tatsächlich in The Dark Illusion als Secret Rare gefeiert hat. Anschließend folgten noch einige Reprints, bis das Ganze wieder mal in einer Ultimate Rare gegipfelt hat in einem OTS Tournament Pack. Jetzt haben wir sie hier in Dual Devastator nochmal als Ultra Rare bekommen. Alles in allem also ein Rarity Downgrade. Und der Effekt ist für die Moderne tatsächlich hervorragend kurz und lautet: Zahle 1000 Lebenspunkte und werde dann eine Zauber-Schrägstrich Falle auf dem Spielfeld. Verbanne ihn oder sie. Ja, diese Karte ist nach wie vor meta-relevant, natürlich wieder generisch, dementsprechend überall einsetzbar und entfernt Background und umgeht tatsächlich einiges an Protection. Optisch muss ich sagen, ist das tatsächlich eine extrem gute Karte für die heutige Zeit. Wir wissen, heutzutage haben Zauber und Fallen ja häufig ein kleines, ich will nicht sagen Image-Problem, aber doch irgendwie ein Image-Problem, weil Image in Form von Bild, muss man ganz einfach sagen, dass die meisten Karten relativ overdesigned sind. Ziemlich häufig kann man schon gar nicht mehr erkennen, was überhaupt zu sehen ist. Das sind ja richtige Gemälde, ja, das sind Schlachtengemälde, die da drauf zu sehen sind. Das hat ja mit einem einfachen Artwork für eine Karte nichts mehr zu tun. Hier ist es so, das hat man noch recht einfach gehalten. Hier ist so eine Art, wie das Auge von so einem Zyklon halt, relativ simpel Design, ein schönes Farbspiel, man erkennt genau, was Sache ist, alles in allem eine wunderschöne Karte, tatsächlich auch in Alti oder Secret Rare macht die Karte eine Menge her, in Ultra Rare auch wunderschön anzugucken tatsächlich und dementsprechend bekommt diese Karte von mir eine 6,5 von 10 Punkten. Vom Grab herbeigerufen ist die letzte Spellcard in Duel Devastator und eine richtig, richtig gute, wenn ihr mich fragt. Ursprünglich kam die Karte als Super Rare in der Extreme Force Special Edition auf den Markt, anschließend natürlich als eigentlicher First Print als Common in Flames of Destruction. Dann hatte sie noch einen Reprint in Prismatic Secret Rare in der Megatin 2019, war dort ein paar Euro wert tatsächlich und ist meta-relevant. Warum ist sie das? Das lesen wir jetzt. Wähle ein Monster im Friedhof deines Gegners, verbanne es und falls du dies tust, werden seine Effekte sowie die aktivierten Effekte und Effekte auf dem Spielfeld von Monstern mit demselben Grundnamen bis zum Ende des nächsten Spielzugs annulliert. Boah. Das verhindert Graveyard-Strategien, würde ich sagen. Darüber hinaus noch relativ generisch einsetzbar, überall spielbar, einfach eine relativ generische Schnellzauberkarte. Dass es eine Schnellzauberkarte ist, ist natürlich auch noch eine Sache, die das Ganze recht schmackhaft macht, sage ich mal. Denn die ist relativ flott einsetzbar, wenn man so möchte. Beinahe schon wie eine Trap. Artwork-technisch muss ich sagen, ist das ein absolutes Meisterwerk. Ja, die Karte sieht einfach aus wie aus der alten Zeit. Es ist absolut nostalgisch, das Artwork. Der komplette Zeichenstil, das, was darauf zu sehen ist, es ist wundervoll. Und das ist keine Karte, die irgendwie gereprintet wurde oder so. Das ist einfach eine moderne, neue Karte mit einer neuen Idee. Und ich muss sagen, das ist einfach wundervoll. Und deswegen bekommt dieses Artwork in der Tat eine 10 von 10. Boden einer anderen Dimension ist die erste Fallenkarte aus Duel Devastator und tatsächlich auch etwas schön Retromäßiges erschienen tatsächlich in Starstrike Blast am, ich glaube, 11.06. oder 6.11.2010 müsste das gewesen sein, kam die Karte als Super Rare raus. Anschließend hatte sie noch einen Reprint als Ultra Rare in Battles of Legends Light's Revenge und hier jetzt nochmal in Duel Devastator ebenfalls ein Ultra Rare Reprint. Dementsprechend haben wir hier ein Upgrade. Ihr Effekt besagt, in diesem Spielzug wird jedes Monster, das auf den Friedhof gelegt wird, stattdessen verbannt. Ja, relativ einfach zu verstehen, relativ übersichtlich. Alles tippitoppi, die Karte ist aktuell auch noch im Meta vertreten.
ist im Prinzip überall einsetzbar, unverhindert, wie auch einige Karten zuvor schon Graveyard-Strategien. Optisch gesehen ist die Karte natürlich wieder ein Teil der DD-Krieger-Lady-Lore. Ziemlich cool. Gibt es eine schöne Geschichte zu. Da gibt es auch den einen oder anderen YouTuber, der schon darüber gesprochen hat. Ich persönlich finde das mega cool. Finde auch das Artwork eigentlich ganz nice. Also alles schön stimmig, schön nice gemacht. Ich finde auch die Tatsache, dass es dazu eine richtig schöne, krasse Hintergrundgeschichte gibt, das wertet das Artwork in meinen Augen auch noch mal so ein bisschen auf und deswegen bekommt das Ganze eine 7 von 10. Typhoon ist der Name der nächsten Karte, um die wir uns kümmern möchten. Erstmals erschienen im Battle Pack 3 Monster League als Kamen und Shatterfoil Rare. Wir kamen dir dann im Laufe der Zeit auch noch ein Reprint als Kamen in einem OTS Tournament Pack, in welchem weiß ich gerade bedauerlicherweise nicht. Und schlussendlich auch hier in Duel Devastator als Ultra Rare. Ja, von Kamen zu Ultra Rare, da würde ich mal sagen, ist das ein maximaler Rarity Upgrade, wenn man so möchte. Ihr Effekt sagt, wähle eine offene Zauber- oder Feindkarte auf dem Spielfeld. Zerstöre ihn oder sie. Falls dein Gegner zwei oder mehr Zauber- und Feindkarten kontrolliert und du keine Zauber- oder Feindkarten kontrollierst, kannst du diese Karte von deiner Hand aktivieren. Ja, im Prinzip haben wir zumindest unter bestimmten Voraussetzungen tatsächlich eine Handtrap am Start mit der Karte, die relativ generisch einsetzbar ist. Allerdings wird die Karte häufig in Decks gespielt, die gegen Order oder Anti-Spell verlieren. Momentan relativ meta-relevant tatsächlich. Und ihr Sinn und Zweck besteht kurz gesagt darin, Backrow zu zerstören, vor allen Dingen dann, wenn man selbst keine Spells nutzen kann. Optisch gesehen ist es so, dass die Karte ein absoluter Hingucker ist. Fairerweise muss man sagen, dass der Zeichenstil jetzt nicht sehr Yu-Gi-Oh! Typisch ist. Ich persönlich, wenn ich jetzt nur das Artwork gesehen hätte, hätte gesagt, okay, das wäre irgendeine Magic-Karte oder so. Also der Zeichenstil ist doch sehr Magic-lastig, wie ich zumindest. Also für mein Von- und Dafürhalten zumindest. Aber ich muss sagen, das Artwork ist unglaublich cool. Es gefällt mir auch, dass die Karte so einen kurzen Namen und vor allen Dingen so einen kurzen Effekt hat. Da fühlt man sich doch gleich zurückversetzt in die Zeiten von Staubtornado etc. Sehr coole Karte, wie bereits gesagt. Also man erkennt auch, was es sein soll, sage ich mal. Da haben wir hier so Wirbelstürme mit einem Blitz, der aus der Mitte rauskommt, einen Boden einschlägt, der richtig die Felsen wegsprengt. Also ganz, ganz cool, das Artwork gefällt mir wirklich gut. Und dementsprechend bekommt diese Fallenkarte eine 8,5 von 10 möglichen Punkten. Verbotene Apogryphen ist das Schätzchen, mit dem wir weitermachen wollen. Eine optische Meisterleistung, dazu komme ich allerdings gleich. Erschienen ist die Karte erstmals in Breakers of Shadows als Kamen und wurde dann im Megapack 2016 auch nochmal als Kamen gereprintet. Abgesehen davon hat sie nur diesen Print hier in Ultra Rare aus Duel Devastator, ein guter Rarity Upgrade und ich finde tatsächlich, dass die Karte als Holo auch recht gut aussieht. Ihr Effekt sagt, deklariere einen Monstertypen, Fusion, Synchro oder Xyz. Falls zwei oder mehr Monster des deklarierten Typs auf dem Spielfeld liegen, lasse jeden Spieler alle Monster des Typs von seiner Spielfeldseite auf den Friedhof legen. Ja, das ist eine Karte, die tatsächlich früher mal relativ meta-relevant war, momentan eher weniger, die Zeit ist vorbei. Einsetzbar, naja, man sieht es ja relativ generisch, ist eigentlich nicht an irgendeine Bedingung geknüpft, die zum Beispiel sagt, dass man die Karte nur in Verbindung mit einem bestimmten Archetype einsetzen kann, dementsprechend überall einsetzbar. Ist besonders gut gegen Zodiac gewesen damals und optisch gesehen ein absoluter Hingucker. Also das ist tatsächlich keine Karte, die irgendwie alt ist oder so, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass das irgendwie so der, nicht so wie der Blendspiegel oder so, der dann in Duelist Revolution als Secret herauskam, obwohl die Karte schon 1999 in Japan erschienen ist. Ich glaube, das ist tatsächlich eine recht moderne Karte, die keinen älteren, die keinem älteren Vorbild folgt, sage ich mal. Und ich muss sagen, das ist eine absolute Glanzleistung an Artwork. Wunder, wunder, wunderschön. Es sieht alt aus, es sieht antik aus, es hat einfach diesen kompletten Yu-Gi-Oh!-Flair, ja, der mir immer so in den modernen Zeiten häufig gefehlt hat. Auch der Zeichenstil total oldschool und also es gefällt mir wahnsinnig gut, dieses Artwork, unglaublich. Da könnte ich stundenlang drauf gucken auf die Karte. Das ist auch mit einer meiner Lieblingskarten aus Duel Devastator gewesen, als das Set rauskam. Wundervoll, ich habe mir da glaube ich tonnenweise von gekauft. Und dementsprechend bekommt diese Karte von mir tatsächlich einen Blackstar. Machen wir weiter mit diesem kleinen Prachtstück hier. Das ist die Dimensionsbarriere, die ihren ersten Print in Invasion Vengeance als Secretor gefeiert hat. War dort auch eine der Chase-Karten. Anschließend hat sie natürlich, ich glaube, im Megapack 2017 muss es gewesen sein, einen weiteren Reprint bekommen und jetzt schlussendlich auch in Duel Devastator mit Ultra Rare einen Downgrade tatsächlich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es noch mehr Reprints der Karte gibt, ich denke aber nicht und der Effekt sagt, deklariere einen Monsterkartentyp Ritual, Fusion, Synchro, Xyz oder Pendel. Für den Rest dieses Spielzugs kann kein Spieler Monster des deklarierten Typs als Spezialbeschwörung beschwören. Zusätzlich annulliere die Effekte aller Monster des Typs, solange sie auf dem Spielfeld liegen. Du kannst nur eine Dimensionsbarriere pro Spielzug aktivieren.
Ja, die Karte war zu ihrer Zeit sehr meta-relevant. Das war eine der wichtigsten Fallenkarten überhaupt. Das hat sich auch im Preis wieder gespiegelt, dass es noch keine Reprints gab. Da kostete die Karte immer 70, 80, teilweise 85 Euro. Da ist sie locker flockig pro Stück, wohlgemerkt nicht das Playset, über die Ladentheke gegangen. Also das war schon relativ krass, muss man sagen. Ich habe mich dementsprechend auch damals immer geweigert, die Karte ranzukaufen, weil ich sagte, die wird irgendwann günstiger und ich habe recht behalten. An und für sich ist das auch heute noch eine meta-relevante Karte, die relativ generisch einsetzbar ist. So, man findet sie in vielen Decks und sie verhindert tatsächlich Extra-Deck-Beschwörungen für einen Zug, was ja gegen das ein oder andere Deck gar nicht so schlecht ist. Optisch gesehen ist es so, dass ich sagen muss, dass wir sie jetzt endlich mal in Ultra-Rare bekommen haben, ist gar nicht mal so übel. Denn als Secret-Rare, da hat man so ein bisschen schlecht erkannt, was hier hinten so abgeht. Man hat halt nur den plündernden Hauptmann und hier diesen Gerfried gesehen. Ansonsten war da nicht viel los in der Hose, da musste man wirklich gucken, was geht denn da hinten eigentlich ab. Dementsprechend in Ultra Rare sieht man wesentlich besser, was hier eigentlich designt wurde. An und für sich ein schönes Artwork, ist jetzt ehrlich gesagt nichts, was mir so übermäßig im Kopf bleibt, ist halt ein moderner Klassiker natürlich. Sie gefällt mir auch recht gut, zugegeben, trotzdem man relativ viel auf der Karte sieht. Wobei, eigentlich ist es noch recht harmlos für heutige Fallenkarten, muss man auch zugeben. Also ich persönlich neige dazu, der Karte doch 5,5 bis 6 Punkte von 10 möglichen zu geben. Ja, meine Freunde, machen wir weiter mit der Karte Verschwundener Wind. Einer ziemlich schönen Fallenkarte, die äußerst oldschool wirkt, muss ich sagen. Da kommen wir aber gleich drauf. Die Karte erschien erstmals in Raging Tempest, ist tatsächlich also relativ modern, hatte dann tatsächlich einige Reprints in einem Structure Deck, dann kam sie noch irgendwo als Rare raus. In irgendeinem OTS Tournament Pack kam sie dann auch noch als Super Rare auf den Markt. Also da ist echt einiges geboten. Und jetzt als Ultra Rare eben auch in Dual Devastator ist tatsächlich ihr höchster Print, also Max Rarity sozusagen. Dementsprechend hat sie ja auf jeden Fall ein Upgrade bekommen und ihr Effekt sagt, wähle ein offenes, als Spezialbeschwörung beschworenes Monster auf dem Spielfeld. Annulliere seine Effekte. Zusätzlich werden seine Grund-ATK halbiert. Falls ein Monster als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck deines Gegners beschworen wird, solange diese Karte in deinem Friedhof liegt, außer während des Damage-Steps, du kannst diese Karte setzen, aber verbanne sie, wenn sie das Spielfeld verlässt. Ja, damals war die Karte meta-relevant, so, ist sie jetzt heute nicht mehr, aktuell nicht im Meta vertreten, nicht spielbar, aber sie hatte ihre Zeit, sie war generisch einsetzbar, dementsprechend auch in vielen Decks zu finden und war vor allen Dingen relativ gut gegen die Frösche einsetzbar, ne? Wir kennen ja das Leid, Austauschfrosch etc. Optisch muss man sagen, dass die Karte mich unglaublich an eine Spellruler-Karte erinnert, also so vom ganzen Zeichenstil her und so, wenn das jetzt eine Zauberkarte gewesen wäre und keine Fallenkarte, jetzt ist sie 1:1, hättest du die in Spellruler klatschen können, also dass das eine moderne Karte ist, lässt sich am Artwork überhaupt nicht ablesen, ist ein wunderschönes Artwork, sehr, sehr cool designt, gefällt mir unglaublich gut. Die Karte erhält definitiv eine 7 von 10 möglichen Punkten. Ebenfalls meta-relevant ist der schwere Staubsturm. Erstmals erschienen in Code of the Duelist als gute Super Rare, erhielt die Karte relativ kurz darauf nochmal einen Super Rare Reprint im Megapack 2018, um jetzt letztendlich ihren finalen Upgrade auf Ultra Rare in Dual Devastator zu bekommen. Ist allerdings nur vorläufig, wir wissen nicht, wie oft die Karte noch gereprintet wird und vor allen Dingen in welcher Rarität. Wer weiß, was da noch harrt, wenn man so möchte. Und ihr Effekt sagt, wähle bis zu 2 Zauberfallenkarten auf dem Spielfeld, zerstöre sie. Du kannst in dem Spielzug, in dem du diese Karte aktivierst, keine Battlephase durchführen. Ja, das ist eine relativ generische Trap-Karte, die allerdings relativ häufig in Trap-Heavy-Decks zum Einsatz kommt, Backroad zerstört und mit Trap-Tricks suchbar ist. Optisch gesehen ist die Karte natürlich an den normalen Staubsturm aus Battle Raiders angelehnt. Dementsprechend muss ich sagen, die Idee dahinter relativ einfallslos. Man hat sich hier wieder alten Glanzes bedient, wenn man so möchte. Optisch natürlich ein absoluter Hingucker. Ich meine, die Karte sieht relativ retro aus, wie wir es auch vom normalen Staubsturm gewohnt sind. Wir haben hier 2 Wirbelstürme, 3 Menschen, die hier eingesaugt werden, ein paar Federn und eine Kuh. Also alles, was ein Wirbelsturm so braucht, um zu überleben, würde ich mal sagen. Das Rundum-Sorglos-Paket, das schwerer Staubsturm-EPA, wenn man so möchte. Ich glaube, da hinten sehen wir auch noch irgendwas. Ich kann aber gerade nicht wirklich ausmachen, was das ist. Vielleicht ist das so eine Art Karre? Ich bin mir gerade nicht sicher. Naja, alles in allem auf jeden Fall ein relativ cooles Artwork, das ich mit 5 von 10 Punkten bewerten möchte. Kommen wir zum königlichen Erlass, einer alten Retro-Karte, die damals im Tournament Pack 4 in Ultra Rare auf den Markt gekommen ist. Später dann nochmal im Tournament Pack 6 oder auch in Dark Beginning als Super Rare gereprintet. Und danach hatte sie auch noch unzählige weitere Reprints als Common Ultra Parallel Rare in der Hobby League 3 oder als Rare im Retro Pack 2. Legendary Collection 3 hatte sie auch nochmal Ultra Rare Print, jetzt hier in Dual Devastator. Also die Karte ist tatsächlich ultra oft gereprintet worden. Ihr Effekt besagt,
Annulliere alle Fallenkarten-Effekte auf dem Spielfeld. Naja, ihr Nutzen ist ja eigentlich mit dem Satz schon erklärt. Sie annulliert halt Fallenkarten-Effekte und ist aktuell immer noch im Meta vertreten. Vor allen Dingen spielbar in allen Decks, die nicht zu sehr von Trap-Karten abhängen. Artwork-technisch ist das natürlich ein absoluter Klassiker. Ne? Also unglaublich cool gemacht. Wir haben hier eine schöne Burg, schön alt designt. Hier mit so mit dem Volk noch unten im Bild. So ein bisschen ausgegraut, oben der König mit seinen zwei Wachen, alles schön alt designt. Also das ist eine Retro-Karte, wie sie im Buche steht und wie man sie auch heute vermutlich, wenn man sich daran orientieren wollte, nicht besser designen könnte. Daher bekommt die Karte von mir eine 6 von 10 Sternen. Weiter geht's mit der Karte Antimagischer Duft, ebenfalls ein Retro-Klassiker einer Karte, die damals in Prismatic Secret Rare in Power of Chaos Yugi the Destiny erschienen ist. War eine Promo, also eine von drei verschiedenen Promos, meines Wissens nach. Die hatte dann ziemlich lange keinen Reprint gesehen, tatsächlich, bis sie dann am 8.01.2008 müsste es gewesen sein, im Champion Pack 5 auf den Markt kam, als Rare tatsächlich nur. Sie hatte dann anschließend noch einige andere Reprints, unter anderem halt dem hier, der Antimagische Duft. Im Verhältnis zu ihrem First Print ist es natürlich ein Downgrade. Ihr Effekt sagt, beide Spieler müssen Zauberkarten setzen, bevor sie sie aktivieren. Und sie können diese bis zu ihrem nächsten Spielzug nach dem Setzen nicht aktivieren. Das heißt quasi, Zauberkarten werden dann in dem Fall gespielt wie Fallenkarten, wenn man so möchte. Man kann sie nicht mehr einfach so aktivieren. Dadurch verhindert man zum Beispiel auch den Einsatz von gewissen Pendelmonstern, ne, oder schränkt im Allgemeinen eben Pendeldecks ein. Spielbar ist die Karte natürlich in allen Decks, die halt nicht zu sehr von Zauberkarten abhängig sind. Und meta-relevant ist die Karte ja so oder so. Vor allen Dingen, da sie eben Pendeldecks einschränkt. Artwork-technisch muss man sagen, ist das eine absolut gelungene Karte. Speziell in Ultra Rare sieht die Karte wunderschön aus. Also wirklich ein absolutes Meisterwerk. Ja, dieser grinsende, böse Topf oder Krug oder was das ist. So dieses Gefäß einfach. Es ist unglaublich cool. Sieht aus wie so eine kleine Tasse oder so. Keine Ahnung. Mega nice auf jeden Fall. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch der Hintergrund passt extrem gut zum Ambiente. Er ist jetzt farblich nicht so vom... Monster kann man nicht sagen, von dem Gegenstand im Vordergrund abgrenzbar, dass man sagen kann, es würde ja ein großer Kontrast entstehen. Das macht aber in dem Fall nichts, da der Hintergrund einfach unglaublich gut dieses ganze Feeling, das die Karte einfach ausstrahlt, untermauert. Und dementsprechend bekommt diese Karte tatsächlich 9 von 10 möglichen Sternen. Es kann nur einen geben. Eine Karte mit einem relativ lustigen Artwork tatsächlich, wenn man sich mal das Gesicht von dem Totenkopfdiener hier anschaut. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ist eine Karte aus einem relativ modernen Set. Ich glaube, die Karte kam, also was ich garantiert weiß, in Super Rare auf den Markt. Aber ich glaube, das Set war Extreme Force gewesen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, es müsste Extreme Force gewesen sein. Ihr Effekt sagt, jeder Spieler kann nur ein Monster jedes Typs kontrollieren. Falls ein Spieler zwei oder mehr Monster desselben Typs kontrolliert, muss er ein Monster auf den Friedhof legen, sodass er nicht mehr als ein Monster des Typs kontrolliert. Ja, die Karte ist nach wie vor meta-relevant, hat, glaube ich, abgesehen von diesem Print hier keinen weiteren nennenswerten Holoprint gesehen. Dementsprechend ist das natürlich ein Upgrade im Verhältnis zum Original Print. Spielbar ist die Karte in allen Control-Decks und sie bremst halt extrem viele Meta-Decks aus. Optisch gesehen ist das Artwork tatsächlich etwas, das im Kopf bleibt, wie ich finde. Ich finde, das ist eigentlich noch relativ minimalistisch, es ist nicht overdesigned. Ich finde es tatsächlich auch relativ lustig, ja, diese ganze Totenkopffamilie hier und alle total entsetzt. Hö, wach Leute, was? Mega cool irgendwie, hat was sehr humorvolles, das Artwork tatsächlich, gefällt mir sehr, sehr gut. Und dementsprechend bekommt diese Karte 5,5 von 10 möglichen Sternen. Abhören ist auch eine Karte, die schon eine ganze Weile auf dem Markt ist. Sie ist rausgekommen in Dragons of Legends, dem Set mit der gruseligsten Printqualität der Moderne, wie ich finde. Als Super Rare dementsprechend aus dem Set eigentlich kaum noch ohne Silver Ring zu finden. Hat dann im späteren Verlauf noch einen Common und einen weiteren Ultra Rare Reprint in Dragons of Legends 3 bekommen. Ist ja jetzt auch in Dragons of Legends The Complete Series nochmal rausgekommen. Ich glaube irgendwie als Ultra und als Colorful Ultra Rare, wenn mich nicht alles täuscht. Und hat folgenden Effekt: Wenn eine Fallenkarte aktiviert wird, annulliere die Aktivierung und falls du dies tust, mische die Karte ins Deck. Ja, Abhören ist eine Karte, die momentan nicht besonders meta-relevant ist.
gegen Backrow-Decks gut funktioniert, wie zum Beispiel die Frogs oder Trap-Tricks und aufgrund ihrer generischen Einsetzbarkeit oder aufgrund ihrer Generik einfach überall einsetzbar ist. Optisch muss man sagen, ist das Artwork doch ganz gut gelungen eigentlich. Klar, man sieht jetzt nichts Großartiges, ein Taschenrechner, Kopfhörer und Bildschirm so. Aber es ist ein relativ minimalistisches Artwork, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, ob die Karte vielleicht früher mal im Anime oder so gespielt wurde. Keine Ahnung, ich habe die Karte noch nie zuvor gesehen, also natürlich noch nie vor ihrem Reprint, vor ihrem First Print in Dranks of Legends so. Da habe ich die Karte kennengelernt, aber irgendwie, dass ich sie aus einem Anime kennen würde, könnte ich jetzt nicht behaupten. Alles in allem ein recht hübsches Artwork tatsächlich. Auch ein Ultra Rare nicht anzugucken. Ultra Rare im Verhältnis zu ihrem First Print und Super Rare natürlich ein Rarity Upgrade. Bekommt 5 von 10 möglichen Sternen. Ja, machen wir weiter mit einem modernen Klassiker, dem feierlichen Schlag, der damals, ich glaube, in Breakers of Shadows auf den Markt kam, in Secret Rare und dann im Megapack 2016 nochmal gereprintet wurde. Hatte dann auch im OTS Tournament Pack ein Ultimate Rare Print, ich glaube, weit jenseits der 70 Euro aktuell in dieser Variante. Dann eben hier auch einen Print nochmal in Dual Devastator als Ultra Rare, alles in allem also ein Rarity Downgrade, wenn man so möchte. Ihr Effekt sagt, wenn ein oder mehr Monster als Spezialbeschwörung beschworen werden oder ein Monster-Effekt aktiviert wird, zahle 1500 Lebenspunkte. Annulliere die Beschwörung und Aktivierung und falls du dies tust, zerstöre die Karte. Ja, das ist zunächst mal eine Karte, die ja an hier Solomon's Judgment, also ein feierliches Urteil angelehnt ist. Da gibt es ja mehrere Karten, wie zum Beispiel auch Schlag der Hexe und so weiter. Finde ich ganz cool, ist so ein eigenes kleines Thema, wenn man so möchte, bestehend aus unterschiedlichen Trap-Karten, zum Beispiel Ernste Predigt, Ernste Warnung und so, gehört auch irgendwie mit dazu, zumindest Artwork-technisch. Ist natürlich eine relativ generisch einsetzbare Trap-Karte, die immer noch im Meta vertreten ist und die halt einfach Monster zerstört und auch viele lästige Effekte zum Preis von 1500 Lebenspunkten verhindert. Dementsprechend bekommt dieses Artwork tatsächlich eine 9,5 von 10 möglichen Sternen. Red Reboot oder zu Deutsch Roter Neustart ist die Karte Nummer 56 der heutigen Folge. Leute, wir haben es geschafft. Jetzt haben wir noch 12 Field Center, die wir uns angucken, machen das Opening und dann sind wir auch schon am Ende. Also Aufmerksamkeit, nicht einschlafen. Roter Neustart ist eine Karte, die ursprünglich in Flames of Destruction auf den Markt kam, als sie Super Rare, anschließend auch nochmal einen Common Reprint hatte, dann in der Megaton 2019 als Prismatic Secret auf den Markt kam, schlussendlich hier in Dual Devastator ihren Ultra Rare Reprint gefeiert hat. Im Verhältnis zum Original Print ist die in Ultra Rare natürlich ein Upgrade. Selbst als Super Rare aus Flames of Destruction, wo die Super Rares ja schon garantiert waren, war das eine recht teure Karte. 1, 2, 3 Euro, gar kein Thema für das Ding. Ihr Effekt sagt, wenn dein Gegner eine Fallenkarte aktiviert, annulliere die Aktivierung und falls du dies tust, setze die Karte verdeckt. Dann kann er eine andere Falle direkt von seinem Deck setzen. Für den Rest dieses Spielzugs, nachdem diese Karte aufgelöst wurde, kann dein Gegner keine Fallenkarten aktivieren. Du kannst diese Karte von deiner Hand aktivieren, indem du die Hälfte deiner Lebenspunkte zahlst. Ja, ist also noch zumindest möglicherweise eine Handtrap, wenn man bereit ist, entsprechend viele Lebenspunkte zu bezahlen. Generisch einsetzbar, überall, unterliegt keinen Beschränkungen, was das angeht, und die schaltet halt zum Beispiel Backrow für ein OTK aus. Wenn jemand versucht, mit einem OTK das Game rumzureißen, kann man die Karte zum Beispiel auch aus der Hand aktivieren und dann hat sie es aus OTK. Ist tatsächlich eine relativ gute Karte. Ich finde auch das Artwork wunderschön. Ja, richtig schön oldschool. Hier auch die Hand richtig schön mit weichen Übergängen designt. Auch das ganze Schallpult hier mega, mega cool. Das ist eine Fallenkarte, wie sie im Buche steht. Erinnert mich auch, wenn es mit dem Artwork an sich nichts zu tun hat, immer so ein bisschen an den Selbstzerstörungs-Button oder wie die Karte heißt. Also sehr, 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 sehr cool. Diese Karte bekommt als letzte Karte des Sets den schwarzen Stern von mir, weil diese Karte artwork-technisch einfach on point ist und es hier überhaupt nichts gibt, was man in irgendeiner Art und Weise verbessern könnte. Der Zeichenstil ist toll, das Artwork ist cool, die Idee dahinter ist schön, gefällt mir alles wunderbar und deswegen gibt es hier nochmal einen Black Star. Ja, kommen wir zu den Field Center Karten. Die handeln wir auch ganz schnell ab, fest versprochen. Wir haben hier die ersten 6, das sind die Character Field Center. Einmal Yugi, Kaiba, Joey, Mai, die holde Dame, deren Namen ich nicht kenne, und natürlich Pegasus. Field Center sind für mich im Prinzip nicht so wirklich relevant. Ich werde sie irgendwann natürlich für meine Ausstellung collecten, ist ja klar. Ich habe auch schon ein paar, ganz wenige, hauptsächlich die hier und noch ein oder zwei andere, die mal in Sammlungen dabei waren. Ich finde tatsächlich, dass diese Field Center aus Dual Devastator mit die schönsten sind, die überhaupt auf dem Markt existieren. Ich finde sehr, sehr viele andere, vor allen Dingen die aus Kunststoff, sind sehr billig produziert worden. Auf der Rückseite auch nicht wirklich schön.
Manche haben ja da einen richtigen Kink drauf auf diese Teile. Da gibt es ja noch so Fanmade-Sachen mit hier irgendwelchen dunklen Magier-Mädchen, wo hier Tittengröße Z haben und wo es schon richtig zwischen den Beinen tropft. Da wird es bei manchen Leuten wohl eng unterm Duelltisch. Aber ich persönlich bin da jetzt nicht so der Typ, der da so den Fokus drauf legt. Trotzdem eigentlich eine ganz schöne Sache und tatsächlich sind es auch genau die Character Field Center mir aus dem Set am besten gefallen. Ja, hier haben wir jetzt noch die Ghost Girls als Field Center, sind halt genau dieselben alternativen Artworks, die wir natürlich auch als Karten in Duel Devastator halt bekommen haben. Und hier liegt auch die einzige Varianz zwischen diesen 12 Field Centern, könnt ihr immer 4 Stück aus einer Box ziehen. Also ich bin mir nicht sicher, ob sich Leute wirklich mehrere Boxen gekauft haben, nur um alle Field Center zu ziehen. Es gibt bestimmt Leute, die das gemacht haben, eben weil sie alle Field Center haben wollen. Hätte ich meinen Lebtag nicht gemacht. Ich habe mir selber eine Box gekauft, einfach weil ich Bock hatte. Und jetzt diese Box hier, die habe ich geschenkt bekommen vom lieben Alex. Und das war's. Da werde ich nie wieder eins von aufmachen. Ja, also bestimmt nicht. Das werde ich nie wieder auf meinem Kanal thematisieren, das Ganze. Ich denke, das haben wir jetzt hier in der Folge mit 2 Stunden zu Genüge abgehandelt. Sowieso Respekt an jeden, der bis hierher durchgehalten hat tatsächlich. Das ist auch der letzte Part, den ich drehe, also den ihr jetzt seht mit dem Opening noch, was eigentlich komplett überflüssig ist und was ich nur mache, um euch einfach zu zeigen, was überhaupt zu sehen sein wird bei den richtigen Folgen dann, also bei der wirklich ersten Folge in Anführungszeichen. Also selbst diesen Part, den letzten, habe ich vor diesem hier aufgenommen. Dementsprechend Respekt an alle, die es bis hierher durchgehalten haben, 2 Stunden mit mir hier durch dieses Set zu gehen. Wirklich, also das sind wahrscheinlich die krassesten Hausi-Fans der Welt gewesen. coole Sache auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir skippen jetzt weiter zum Opening, damit das Ganze hier nicht allzu lange dauert. Und wie bereits gesagt, es gibt ein paar Dinge, die weiß ich jetzt schon, dass die geändert werden. Also ja, das nächste Video wird kürzer. Ja, es werden Mehrteiler werden. Es werden auch inhaltlich ein paar Sachen bzw. eine Sache wegfallen. Aber da werde ich dann nochmal ein Update-Video dazu machen. Wir schalten jetzt erstmal zum Opening. Ja, meine Freunde, wir befinden uns jetzt beinahe am Ende des heutigen Videos. Wir sind jetzt beim finalen Teil angelangt, der auch sehr viele wahrscheinlich interessieren wird. Jetzt nicht unbedingt hier, aber bei anderen Sets, und zwar dem Opening. Ich denke, wäre das hier ein reguläres Video, würde ich das Opening einfach hier streichen, weil man hier einfach nur die Field Center Karten ziehen kann. Aber weil das hier tatsächlich die Pilotfolge ist und ich natürlich zeigen möchte, was in dem Format auf euch zukommt, machen wir hierzu natürlich auch noch das Opening. Dazu öffnen wir das Ganze jetzt hier einfach mal ganz pauschal. Machen das hier mal auf. Und gucken mal, was uns so erwartet, an Field Centern zumindest. So. Dum, 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 dum. Auf geht's. Und. Geht doch. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen, wie man so schön sagt. So sieht das Ganze von innen aus. Recht unspektakulär. Der Box nach zu urteilen hätte das Ding ja gerammelvoll sein müssen. Also ein Riesenteil, aber die Box selber ist ja auch noch so ein Artikel, mit dem beworben wird. Das ist eine Aufbewahrungsbox, die man hier quasi auch kauft. Und das hier sind tatsächlich unsere 2 Päckchen, die wir hier haben. Wir tun jetzt mal kurz die Box hier zur Seite. Und kümmern uns um die beiden entsprechenden Päckchen. Ja, linkerseits haben wir natürlich die garantierten Ultra-Rare-Karten und auf der rechten Seite haben wir dann die Field Center. Die Field Center machen wir am Ende, würde ich sagen. Wir gucken uns jetzt erstmal so das Garantierte an. Das müsste jetzt hier wieder irgendwo so eine Lasche haben. Oh, ich das hasse. Das habe ich bei den Decks damals schon so gehasst. Ich finde hier nie diese dämliche Lasche zum Aufmachen. Das ist ein Elend jedes Mal. Oh Gott. Das werde ich alles rausschneiden. Ich schneide es. Ah, jetzt. So. Dann haben wir nach jahrelangen Bemühungen endlich mal eine Stelle gefunden, wo man das Ganze öffnen kann. So. Und ja, im Prinzip sehen wir jetzt das, was wir vorhin auch schon gesehen haben. Wir sehen tatsächlich eben hier die einzelnen Karten als Ultra Rare. Also die sind tatsächlich alle in Ultra Rare gedruckt. Muss ich, glaube ich, nicht allzu viel sagen. Da wir das ja eben schon durchgesprochen hatten, eben hier nochmal ein OCG-Import auch, ne? Also da ist jetzt nichts Großartiges bei, das ist halt immer das Gleiche. Man kauft sich hier quasi einfach so ein großes Booster mit garantierten Karten, die das jeweilige Deck halt unterstützen oder unterschiedliche Decks unterstützen können. Ne? Ich bin gespannt, wie sich dieses, wie relevant dieses Set in der Zukunft sein wird, ne? Spielerisch gesehen. Ich weiß ja nicht, vielleicht werden viele Karten aus dem Set irgendwann noch relevanter, als sie es jetzt schon sind, in Anführungszeichen, oder auch vollkommen irrelevant. Und ja, das ist so ziemlich alles, was hier drin war.
Ne? Wir kannten das ja schon. Jetzt kommen wir noch zum relevanten Teil. Ihr seht, das wird ein relativ kurzes Opening, weil was willst du da großartig zu sagen? Nämlich zu den Field Centern. Und das ist das einzige in Anführungszeichen Spannende, denn meines Wissens nach kann man hier nichts draus ziehen, was einen immensen Wert hätte. Wo man jetzt sagen könnte, boah, wenn wir das ziehen, dann war das ein krasses Opening. Wir haben als erste Field Center Karte Geisterschwester und gruselige Hartriegel in ihrem alternativen Artwork. Dann, ach herrje, wie hieß denn die Tante nochmal? Ach du grüne Neune, die habe ich ja komplett vergessen. War das nicht irgendwie die Schwester von Marek oder so? Ich weiß leider gar nicht mehr, wie die heißt, Leute. Also das tut mir jetzt wirklich leid. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, bin ich dann vielleicht mal an. Auf jeden Fall haben wir hier diese ägyptische Schnecke, ne? So, dann haben wir Joey, natürlich mit seinem Red Eyes hinten dran, ne? Auch wenn sie wieder viel darüber aufregen, dass sie da nicht das Original-Artwork genommen haben. Und dann haben wir das Spukhaus in ihrem alternativen Artwork auch noch bekommen. Ja, mehr bleibt dazu, denke ich mal, nicht zu sagen. Wir haben hier schöne Karten tatsächlich bekommen. Als Fazit würde ich sagen, ist es doch vielleicht ein ganz gutes Set für diejenigen gewesen, die sich halt die Originals sozusagen nicht leisten können, also eben nicht die Karten aus dem Originalset. Die alternativen Artworks sind natürlich auch nochmal so eine Sache, das ist natürlich schön, ne? Ist bisher oder war damals, sagen wir es mal so, die einzige Möglichkeit, die eben in diesem alternativen Artwork auch zu bekommen. Dementsprechend natürlich auch noch ein Kaufgrund gewesen. Alles in allem für die Verhältnisse damals 2019 ein sehr gutes Set. Ist ja auch ziemlich gut gekauft worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge Yu-Gi-Oh! History. Sagt mir doch mal, was ihr von diesem Video gehalten habt, wie ihr das Format findet. Verbesserungsvorschläge, vielleicht irgendwas, was man weglassen kann. Einfach eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Interaktion ist speziell in diesem Video jetzt sehr wichtig, denn wie bereits anfangs erwähnt, das, was ihr darüber denkt, sagt, meint, wird sehr, sehr einen sehr großen Einfluss darauf haben, ob wir dieses Format weiterführen oder nicht. Ja, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein an der Stelle. Wir sehen uns möglicherweise zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.